I was lost and you found me. I was broken and you healed me. You brought me out. You brought me out. I was lost and you found me. I was broken and you healed me. You brought me out. You brought me out. Liebe Geschwister, ich begrüße euch, alle, die vor Ort sind, auch alle, die online sind, in Jesu Namen. Ja, wir wollen unseren Gebetsabend starten und ja, alle, die vor Ort sind, können kurz sitzen bleiben. Wir starten im Wort und wir öffnen das Wort in Psalm 106. Genau, im Psalm 106, da lese ich ein paar Verse. Zuerst lese ich von Vers 3 bis 6. Wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben alle Zeit. Gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk, suche mich heim mit deiner Rettung. Dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes und mich rühme mit deinem Erbteil. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Dann lese ich Vers 23. Und er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden,
dass er sie nicht vertilgte. Dann lese ich weiter, Vers 36 bis 38. Und sie dienten ihren Götzen, und diese wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. Und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht. Dann lese ich Vers 44 bis 45. Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte. Und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Amen. Ja, wir sehen hier in diesem Kapitel, es geht um die Sünde der Väter, der Vorfahren. Und ja, meistens viele von uns gehen durch Bedrängnisse, die aus den Sünden der Vorfahren kommen. Also das sind die Anrechte, die der Feind noch in unserem Leben hat. Die Türen wurden vor Generationen geöffnet. Es gibt auch Türen, die wir selbst geöffnet hatten, aber viele auch, die unsere Väter geöffnet hatten und dadurch wir heute auch darunter leiden. Und hier wird darüber geschrieben. Und genau, und aber in Vers 44 bis 45 sagt der Herr, also es steht geschrieben, der Herr sah ihre Not an und hörte deren Schreien und gedachte an seinen Bund mit ihnen und hatte Mitleid nach seiner großen Gnade. Wenn wir uns bekehren nach Generationen und zum Herrn schreien, dann gedenkt er an den Bund, den er mit uns geschlossen hat, aber auch wahrscheinlich auch an den Bund der Väter, den er mit ihnen geschlossen hatte, bevor sie sich wieder gegen Gott wendeten. Aber der Herr gedenkt auf jeden Fall an unseren Bund, den wir mit ihm geschlossen haben. Aber abgesehen vom Bund, an den der Herr gedenkt, wenn er uns erretten will aus den Sünden unserer Väter beziehungsweise aus den Konsequenzen, dann gedenkt er aber auch an sein Opfer, an das Opfer, das wir bringen vor seinem Altar. Da können wir lesen in Römer 12. In Römer 12, da lese ich auch, da steht geschrieben, in Vers 1, Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Genau, hier steht über das Opfer, dass der Herr möchte, dass wir ihm ein lebendiges, heiliges, gottgefälliges Opfer bringen mit unserem ganzen Leib. Und dazu gibt es auch noch Parallelstellen, da lese ich auch vor, da steht auch in Römer geschrieben, Römer 6,13 steht geschrieben zum Beispiel, Römer 6,13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Weiter eine Parallelstelle auch über das lebendige Opfer, das wir Gott geben sollen in Gerechtigkeit in 1. Korinther 6. 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20 steht auch geschrieben dazu. Da lese ich auch kurz vor. Eine Sekunde. Genau, 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20 steht auch dazu. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Dann noch eine letzte Stelle, die auch dazu gehört. Es ist 1. Petrus 4. 1. Petrus 4 von Vers 1 bis 2. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Genau. Also der Herr sieht nicht nur auf den Bund, den wir mit ihm geschlossen haben, er sieht auch
auf das Opfer. Was für ein Opfer bringen wir dem Herrn? Und unser Opfer ist sehr wichtig. Es zählt sehr, sehr viel in der geistlichen Welt. Die Leute, die The Keeper geschaut haben, vor allem die letzten zwei Folgen, da sieht man, dass wir hatten ja auch in der Fastenzeit die Erkenntnis, dass oft auch Altäre in unserer Blutlinie, in unserer Familie, in unserem Leben gegen uns sprechen. Und dann gehen wir hin und bitten den Herrn um Erkenntnis, Offenbarung, ob Altäre da sind und wenn, welche Altäre. Und wir zerstören diese durch die Führung des Heiligen Geistes im Gebet und zerbrechen und zerstören diese Altäre. Dann haben wir aber auch gelernt, auch durch die Filme, die wir geschaut haben, The Keeper, haben wir gelernt, dass in den Altären, auf den satanischen Altären unserer Familie oder in der Blutlinie wurde auch geopfert. Zum Beispiel, es wurden Menschen geopfert, um etwas zu erreichen. Zum Beispiel, erinnere mich, da war einer, also in einer Familie, da hat der Vater ein 10-jähriges Kind geopfert, damit er, ich glaube, damit er Erfolg hat in einem bestimmten Bereich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde ein 10-jähriges Kind entführt und dafür geopfert. Oder damit das Geschäft läuft, wurde ein 30-jähriger junger Mann geopfert, getötet, damit das Geschäft läuft. Und es wurde immer auf den satanischen Altären Opfer gebracht. Und diese Opfer haben geschrien und haben geschrien. Und diese Opfer haben auch dagegen gesprochen, gegen die Zerstörung der Altäre gesprochen, weil die noch lebendig waren, also im Geist. Und damit wir als Bekehrte, als wiedergeborene Christen, die in Wahrheit und im Geist den Herrn anbeten, damit unsere Stimme sich erhebt gegen diese Opfer, die gegen uns sprechen, die getan wurde in Vergangenheit, möchte der Herr, dass wir auch opfern, dass wir ihm auch opfern auf seinem Altar, also den Altar Gottes. Der Altar Gottes ist halt unser Gebetsaltar. Wir beten den Herrn an, wir fasten im Herrn, wir loben den Herrn, wir suchen ihn. Das ist unser Altar vor dem Herrn. Und auf unser Altar, unser Gottesaltar, also Gott Israel, also unser Altar, den wir für den Herrn aufgebaut haben in unserem Leben, sollen wir ihn auch opfern. Und der Herr möchte ein wohlgefälliges Opfer. Er möchte unser ganzes Leben. Und wie wir gelesen haben in Römer 12,1, haben wir ja gelesen über das lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Und das ist neben dem Bund, den der Herr sieht, den wir mit ihm geschlossen haben, auch eine der Antworten auf seine Gnade, um uns zu erretten. Er sieht, welches Opfer bringt ihr mir. Und dann steht aber auch in Vers 2 in Römer 12, in Vers 2 steht dann wieder: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Genau, also die Hingabe, das heißt unser Opfer, unser wohlgefälliges Opfer vor dem Herrn und das Tun seines Willens ist die Antwort auf Gottes Gnade neben dem Bund, den wir mit ihm geschlossen haben. Und wenn wir das tun, dann können wir im Geist unsere Stimme erheben gegen die Altäre, gegen die Stimmen der Altäre, die gegen unser Leben sprechen. Und wie sieht diese Hingabe aus, dieses Opfern aus? Wir gehören uns nicht selbst. Parfait sagt auch immer, der Mann Gottes, unser Leben, wenn wir uns bekehren, wir gehören uns nicht selbst. Wir tun nicht, was wir wollen, wir tun, was Gott möchte. Einer der ersten Schritte ist, dass wir unser ganzes Leben dem Herrn hingeben. Dass wir uns als Person selbst wirklich Gott vollkommen hingeben. Im Geist, Seele und im Leib. Und wenn man an Opfer denkt, denkt man oft an materielle Sachen. Ich gebe mein Geld, ich gebe mein Auto, ich gebe mein Haus. Und ja, das geht manchmal in die Richtung, ich erkaufe mir den Segen. Aber darum geht es nicht. Natürlich kann Gott dir aufs Herz legen, nimm dein Gehalt und gib dem Armen, nimm dein Auto und leih deiner Schwester, deinem Bruder aus oder tu etwas, was materiell ist. Oder gib mir, man hängt zum Beispiel an, der Herr sagt, ja, dein schönes Kleid, das du gekauft hast vor 2 Wochen, schenk das einer Schwester oder so. Das kann der Herr auf jeden Fall auch machen. Und
es kommt immer wieder mal vor, dass wir auch materielle Sachen dem Herrn opfern für seine Werke. Aber neben den materiellen Sachen sind natürlich auch wichtig die immaterielle Sachen. Das heißt, dass wir unser ganzes, dass wir sagen, Herr, mein Geist, meine Seele, mein Leib gehört ganz dir. Und ich gebe dir alles, meine Zeit, meine Wünsche, meine Träume, alles ist dir untergeordnet. Meine Gaben, meine Stärken, meine Schwäche, meine Pläne, mein Schlaf, alles gehört dir. Tu mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Also dass wirklich gar nichts, dass wir nichts festhalten, sei es materiell oder immateriell, dass wirklich wir uns völlig hingeben und Gott komplett ihn lassen zu machen mit uns, mit unserem Geist, mit unserem Leib und mit unserer Seele zu tun und mit unseren materiellen Sachen zu tun, was er möchte. Und diese vollkommene Hingabe will der Herr auf seinen Altar sehen, damit unser Opfer, unser wohlgefälliges Opfer gegen die satanischen Opfer sprechen, die gegen uns zeugen im Geist. Und ja, das, praktisch kann man sagen, wir wollen ein Werkzeug der Gerechtigkeit sein. Die Opfer, die getan wurden oder gebracht wurden in unseren Familien auf den satanischen Altären, die waren die Opfer der Ungerechtigkeit. Aber wir sollen, die Opfer der Ungerechtigkeit und Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Aber wir sollen die Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. Und wir als Werkzeuge der Gerechtigkeit wird dann gegen die Werkzeuge der Ungerechtigkeit sprechen und somit diese satanische Opfer zerstören. Und und deswegen, wir würden jetzt alle aufstehen und wirklich ins Gebet treten, als Gemeinde, aber auch individuell zum Herrn schreien und sagen, Herr, wir wollen als Gemeinde, auch wir persönlich individuell, deine Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. Und wir wollen, bitte erfülle uns mit deiner Kraft durch deinen Geist. Berühre unser Herz, weiche unser Herz auf, dass wir willig sind, Vater, uns dir vollkommen hinzugeben in allen Bereichen, seelisch, Leib und Geist, ohne Unterlass und ohne etwas festzuhalten, damit unser Opfer, unser dir wohlgefälliges Opfer spricht gegen die satanische Opfer unserer Familie und so du, Herr, uns somit aus aller Not herausholst, wo wir gerade in Bedrängnisse sind. Lass uns aufstehen als Gemeinde und für unser Leben, für die Gemeinde beten, in Jesu Namen. Halleluja. Vater, wir danken dir, Jesus, für dein Wort, Jesus Christus. Wir danken dir für alles. Wir danken dir für den heutigen Abend. Wir danken dir für jeden Einzelnen. Wir danken dir für die Gemeinde. Wir danken dir, Vater, für alles Gute und für alles auch Schlechte, weil die Bibel sagt, wir sollen nicht in allem dankbar sein, Vater, im Namen Jesus Christus, Vater. Vater, wir kommen vor dem Thron deiner Gnade mit Freimütigkeit und bitten dich, Vater, Halleluja, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, dass uns erfüllst mit deiner Liebe, mit dem Willen, Vater, dir ein wohlgefälliges Opfer zu sein, alle Tage unseres Lebens, Vater, Halleluja. Gib uns die Kraft, uns vollkommen hinzugeben vor dir, Halleluja, dass wir die vollkommene Hingabe durchführen, Vater, dass wir wirklich willig sind, Vater, uns vollkommen hinzugeben, seelisch, leiblich und geistlich in Jesu Namen, Vater, dass wir nichts festhalten, Vater, sei es immateriell namens des Christus, Vater, dass wir willig sind als Gemeinde, dass wir willig sind, Vater, als Kinder Gottes, Vater, individuell in unserem privaten Leben, Vater, dass wir willig sind, Vater, dir zu opfern, alles, was du uns aufs Herz legst, Vater, alles, was du uns offenbarst, in Jesu Namen, Vater, wir wollen, Vater, an dir ein wohlgefälliges Opfer bringen, auf deinen Altar, im Namen des Christus, Vater, um gegen die Opfer der Altäre unserer Familie zu sprechen, in Jesu Namen, um diese Opfer zu zerstören, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir danken dir für deine Werke. Wir danken dir für deine Offenbarung. Wir danken dir für dein Wort im Namen des Christus, Vater. Wir danken dir für alles, was du tust, Vater, getan hast und tun wirst in Jesu Namen, Vater. Wir erheben deinen Namen, Vater, am heutigen Abend. Wir erheben deinen Namen, Vater, Vater, bei jedem Einzelnen. Wir erheben deinen Namen in dieser Gemeinde, Vater, im Namen des Christus, Vater. Übernimm du die vollkommene Kontrolle, Vater, im Namen des Christus, Vater. Gib uns die Kraft, Vater, wirklich dir ein wohlgefälliges Opfer zu bringen, alle Zeit, Vater, als einer
Einheit in deinem Leib als Gemeinde, Vater. Wir wollen dir täglich, Vater, namens Jesus Christus, bis zu deiner Wiederkunft, dir ein wohlgefälliges Opfer bringen, Vater, namens Jesus Christus. Wir wollen nichts, Vater, bei uns behalten. Wir wollen nichts, Vater, festhalten, Vater, was wir abgeben sollen in Jesu Namen, Vater. Wir wollen frei sein, Vater, im Geist dir ganz hin. Wir wollen seelisch frei sein, dir ganz hin. Wir wollen in unserem Leib frei sein, dir ganz hin. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Reinige unsere Leiber, reinige unser Geist, reinige unsere Seele, Vater, damit diese wohlgefällig vor dir sind, im Namen des Christus, Vater, Halleluja. Wir danken dir für dein Wort. Stärke deine Gemeinde, im Namen des Christus. Stärke uns, stärke deine Gemeinde, Vater, im Namen des Christus. Stärke deinen Dienst, im Namen des Christus, Vater, Halleluja. Wir wollen, Vater, nichts, Vater, vorenthalten. Wir wollen nichts, dass der Feind, wir proklamieren, dass der Feind nichts von ihm in uns findet, Vater, im Namen des Christus. Dass der Feind nichts von ihm in deiner Gemeinde findet. Dass der Feind nichts von ihm in unserem Leben findet, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Ich danke dir, Vater, für deine Werke, Vater. Ich danke dir für alles, was du tust, Vater, im Namen des Christus, Vater. Du sagst in deinem Wort, wer bittet, der wird finden, Vater. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer sucht, der wird finden, im Namen des Christus, Vater. Wir proklamieren, Vater, dass du uns mehr Erkenntnis schenkst, Vater. Mehr Offenbarung schenkst, Vater, um dir ein wohlgefälliges Opfer zu sein, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir wollen, Vater, nichts vorenthalten, dir vorenthalten. Wir wollen dir nichts vorenthalten. Wir wollen, Vater, im Namen des Christus, dir vollkommen, Vater, wohlgefällig sein in allem, was wir tun, Vater. Leiblich, seelisch, so wie geistlich, Vater, im Namen des Christus, Vater. Wir wollen ein wohlgefälliges Opfer sein. Ein Opfer, Vater, das vor deinem Thron der Gnade, Vater, einen Wohlgeruch hat, in Jesu Namen, Vater, einen Wohlgeruch hat, Vater, Halleluja. Und gegen die satanische Opfer unserer Familie, unserer Blutlinie spricht, in Jesu Namen. Und diese auch zerstört, in Jesu Namen, weil dann Opfer größer ist, Vater. Weil dann Opfer lebendiger ist, Vater, im Namen des Christus, wohlgefälliger ist, Vater, Halleluja. In Wahrheit ist, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir wollen Werkzeuge der Gerechtigkeit sein, Vater, im Namen des Christus. Wir wollen keine Werkzeuge der Ungerechtigkeit sein, Vater. Wir wollen Werkzeuge der Gerechtigkeit sein in unserem Leben, Vater. In der Gemeinde, aber auch in unseren Familien wollen wir die Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir als Werkzeuge der Gerechtigkeit, Vater, soll sprechen, Halleluja, für unsere Familie. Soll sprechen für unser eigenes Leben. Soll sprechen für die Gemeinde Christi. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Weil wir danken dir, Vater, dass du uns das Privileg gegeben hast, Vater, ein wohlgefälliges Opfer zu sein, ein Werkzeug der Gerechtigkeit zu sein, Vater, Halleluja, Vater. Vater, bewirke, dass wir wirklich als Gemeinde, Vater, aber auch individuell, Vater, Werkzeuge der Gerechtigkeit sind, Vater, gegen die Stimme des Feindes, Vater, gegen die Stimme der Altäre unserer Familie, gegen die Stimme, Vater, im Namen des Christus, die sich gegen uns erhebt, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Unser Opfer soll dir wohlgefällig sein. Unser Opfer soll übersteigen die Opfer der Ungerechtigkeit in Jesu Namen. Unser Opfer der Gerechtigkeit soll übersteigen die Opfer der Ungerechtigkeit im Geistlichen in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Und die Opfer der Ungerechtigkeit zerstören in Jesu Namen, Vater. Wir danken dir, Jesus. Wir loben dich, wir preisen dich, Vater. Du bist der Herr aller Herrscher und der König aller Könige. Keiner ist dir gleich, Vater. Halleluja, Vater. Ja, Vater, verwandle uns zu einem lebendigen Opfer, Vater. Verwandle uns zu einem heiligen Opfer, Vater. Verwandle uns zu einem wohlgefälligen Opfer, Vater. Namen des Christus, Vater. Ja, prüfe du uns, Vater, da wo wir falsch unterwegs sind. Da wo wir mit falscher Gesinnung unterwegs sind. Da wo wir mit falschem Herzen unterwegs sind, Vater. Mit falschen Gedanken, Vater. Führe du uns, Vater. Halleluja. Zeige uns auf, Vater, wo wir falsch unterwegs sind. Da wo die Finsternis in uns ist, Vater. Die Finsternis in deiner Gemeinde. Die Finsternis in uns, Vater. Führe du uns, Vater, in die Wahrheit. Führe du uns in die Gerechtigkeit und offenbare du alles, was verborgen ist, Vater. Halleluja. Damit wir dir ein wohlgefälliges Opfer sein können. Damit dieses Opfer, dieses gerechte Opfer gegen die Ungerechtigkeit entspricht in der geistlichen Welt. In Jesu Namen, Vater. Halleluja. Wir prüfe du uns, Vater. Halleluja. Amen. Wir wollen durch deinen Geist, durch deine Führung, wollen wir prüfen, Vater. Halleluja. Was gut und wohlgefällig und vollkommen vor dir ist, Vater. Halleluja. In allem, was wir tun, als Gemeinde, Vater, als eine Einheit in deinem Leib, für jeden einzelnen, Vater, wollen wir prüfen, Vater, für uns selbst, Vater, wollen wir prüfen, Vater, im Geist, durch deinen Geist, was für dir gut ist, was dir wohlgefällig ist und was dir vollkommen ist, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir wollen in allem deinen vollkommenen Willen tun. Wir wollen ein vollkommenes Opfer sein, ein wohlgefälliges Opfer vor dir und in allen Dingen, Vater, deinen vollkommenen Willen tun, als Gemeinde, Vater, im Namen des Christus, wir selber, Vater, wir selbst als persönlich vor dir, Vater, Halleluja, wollen wir wirklich das Vollkommene tun, ein vollkommenes Opfer sein und vollkommene Entscheidungen treffen in dir, Herr, Vater, im Namen des Christus. Alles Unvollkommene, Vater, lehnen wir ab, Vater. Alles, was mit Ungerechtigkeit zu tun hat, lehnen wir ab, Vater, im Namen des Christus, Vater. Wir lehnen ab, Vater, im Namen des Christus. Wir lehnen auch ab, Vater, ein Werkzeug des Feindes zu sein. Wir lehnen ab, als Gemeinde ein Werkzeug des Feindes zu sein.
sein. Wir lehnen ab, individuell ein Werkzeug des Feindes zu sein. Wir lehnen es ab, ein Werkzeug der Ungerechtigkeit zu sein. In Jesu Namen, wir wollen Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. In dieser Gemeinde, in den Nationen, Vater, in unseren Familien, in unserem eigenen Leben wollen wir Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. Werkzeuge der Gerechtigkeit, die sprechen, Halleluja, Amen, für uns, Vater, für deine Gemeinde, für deine Gerechten, Vater. Und die sprechen, Vater, für uns und gegen die Altäre der Familie, gegen die Opfer der Familie. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir danken dir, Vater, dass wir dein Opfer sein dürfen. Wir danken dir, Vater, dass du sagst, Halleluja, Amen, dass du gibst, Vater, die in deinem Willen beten, Vater, Halleluja. Wir beten deinem Willen, Vater. Wir beten deinem Willen, dass du uns verwandelst zu gerechte Opfer, Vater. Dass du uns verwandelst zu Werkzeuge der Gerechtigkeit. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir danken dir dafür, wir loben dich dafür, wir preisen dafür, dass wir gerechte Opfer sein dürfen, Vater. Dir wohlgefällige, lebendige Opfer sein dürfen, Vater. Im Geist, Seele und Leib, Vater, namens Jesus Christus, Vater. Wir wollen dir nichts vorenthalten, Vater. Wir wollen keinerlei Finsternis in uns haben, Vater. Wir proklamieren, dass überall, wo in uns Finsternis herrscht, Vater, dass du es zerstörst durch dein Feuer, durch dein Blut, in Jesu Namen. Offenbare du Verborgenes, Vater. Komm du mit deinem Licht, Vater. Komm du mit deiner Helligkeit. Erscheine mit deinem Licht, mit deiner Helligkeit in deiner Gemeinde, Vater. Erscheine mit deinem Licht, mit deiner Helligkeit in uns, Vater. Halleluja. Lass alles Verborgene offenbart werden, Vater, namens Jesus Christus. Lass jede Finsternis zerstört werden in uns, Vater, namens Jesus Christus, in deiner Gemeinde. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir wollen die Opfer der Gerechtigkeit sein, Vater. Wir wollen Opfer der Gerechtigkeit sein, Vater, alle Tage unseres Lebens, Vater, bis zu deiner Wiederkunft. Wir wollen Opfer der Gerechtigkeit sein, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Unser Opfer der Gerechtigkeit, Vater, sprich gegen die Ungerechtigkeit, Vater, gegen die Ungerechtigkeit unserer Familie, gegen die Ungerechtigkeit in unserem eigenen Leben, gegen die Ungerechtigkeit deiner Gemeinde, gegen die Ungerechtigkeit unserer Nation. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir wollen, dass unser Opfer dir wohlgefällig ist, Vater, Halleluja. Dass ein Wohlgeruch ist vor deinem Thron, Vater, Halleluja. Wir danken dir, Herr. Wir loben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, Vater. Nimm alles weg, was uns zu einem ungerechten Opfer macht, Vater, Halleluja. Nimm alles weg, sei es Sünde, sei es Mangel an Erkenntnissen, sei es böse Gesinnung, böse Gedanken, sei es die Werke der Hexerei, die alle bösen Werke in uns, alle bösen Samen, Vater. Alles, was uns zu einem ungerechten Opfer macht, Vater, Halleluja. Alles, was uns dazu bringt, Werkzeuge der Ungerechtigkeit zu sein, nimm alles weg, Vater, namens Jesus Christus, zerstöre, offenbare, bring ans Licht, Vater, und bringe zu Umkehr und Buße, da wo Mangel an Umkehr und Buße ist, namens Jesus Christus, damit wir Opfer der Gerechtigkeit sind, Vater, namens Jesus Christus, Vater, unser Opfer spricht für die Verheißung, unser Opfer spricht, Vater, für die Befreiung, für die Heilung, für den Durchbruch, Vater, halt für deine Werke, für deinen Sieg, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir danken dir, dass wir Opfer der Gerechtigkeit sein dürfen. Wir danken dir, Vater, dass du uns reinigst und erläuterst, Vater, Halleluja. Durch dein Blut, Vater, namens Jesus Christus, Vater, dass du alles wegnimmst, Vater, was dir nicht wohlgefällig ist in deiner Gemeinde, Vater, dass du alles wegnimmst, was dir nicht wohlgefällig ist in unserem eigenen Leben, Vater, namens Jesus Christus, um dir ein wohlgefälliges Opfer zu sein, Vater, im Leib, im Geist und Seele, im Namen Jesus Christus, Vater. Wir danken dir für dein Wort, Vater. Wir danken dir für deine Offenbarung, für deine Erkenntnisse, Vater. Da, wo Mangel an Erkenntnis ist, Vater, schenke Erkenntnis, Vater, Halleluja. Wir loben dich, wir preisen dich für dein Wort, Vater, Halleluja. Da, wo Kraft fehlt, schenk Kraft, Vater. Vater, da wo der Wille fehlt, Vater, schenk den Willen, Vater, namens Jesus Christus, Vater. Da, wo die Herzen verhärtet sind, wasche die Herzen auf, Vater Israel, Halleluja. Wir danken dir für deine Werke, Vater, namens Jesus Christus. Du sagst deinem Wort, wenn wir deinem Willen bitten, wirst du uns geben, was wir bitten, deinem Willen, Vater, Halleluja. Und wir bitten deinem Willen, dass du uns wirklich reinigst und erläuterst, Vater, und frei machst von allem Bösen, damit wir gerechte Opfer sind vor dir, namens Jesus Christus. Und wir als gerechte Opfer sprich gegen die Opfer der Familie, gegen die bösen Opfer der Familien, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir erheben deine Stimme, das ist unser Retter, unserer Not. Wir erheben deine Stimme, Vater, Halleluja, Vater. Wir wollen dir ein wohlgefälliges Opfer sein, im Leib, Geist und Seele, Vater, in allem, was wir tun, Vater, Halleluja. Vater, in allen unseren Bereichen unseres Lebens, Vater, Halleluja, wollen wir dir wohlgefällig sein, Vater, Halleluja. Es soll nichts von Feind in uns sein, Vater. Nichts von dem Feind soll in uns gefunden werden, Vater, Halleluja. Weder unserem Geist, Seele und Leib, weder unseren Gedankengesinnung, Vater. Der Feind soll nichts von ihm in uns finden, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir sind neue Kreaturen in dir, Vater. Das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen, Vater, Halleluja. Wir danken dir für deine Reinigung durch dein Blut. Wir danken dir für den Verzehren des Feuers, das alles verzehrt, was dir nicht wohlgefällig ist in deiner Gemeinde, in uns selbst, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir loben dich, wir preisen dich, Vater. Du bist der Herr aller Herrscherin, der König aller Könige, Vater, Halleluja. So wie Jesus, Halleluja, Amen, dir ein wohlgefälliges Opfer war, Vater Israel, wollen wir dir auch ein wohlgefälliges Opfer sein. Halleluja, Vater, namens Jesus Christus, Jesus. Wir danken dir, Herr, wir loben dich, wir preisen dich. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herrscherin. Vater, offenbare du jedem Einzelnen, Vater. Offenbare du deiner Gemeinde, Jesus Christus. Nicht nur diese Gemeinde, offenbare du dich auch der Gemeinde da draußen, Vater, Halleluja.
Halleluja. Gemeinden, die eingeschlafen sind. Gemeinden, die Sünde reingelassen haben. Die Gemeinden, die alles tolerieren, Vater. Halleluja. Die, die mit dem Feind einen Bund geschlossen haben, Vater. Die den Feind hineingelassen haben, Vater. Offenbare dich deiner Gemeinde, Vater. Offenbare dich deiner Gemeinden, Vater. Halleluja. Komme hinein in deine Gemeinde mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Wahrheit, mit deinem Licht, Vater. Halleluja. Um alle Finsternis, Vater, zu, ans Licht zu bringen, Vater. Halleluja, Vater. Damit die Gemeinden, Vater, erläutert werden, gereinigt werden, um dir ein wohlgefälliges Opfer zu sein, Vater. Weil wir als Gemeinde, als dein wohlgefälliges Opfer, sind die Stimmen, Vater, damit du ankreist, Vater, in den Nationen, damit du ankreist, Vater, in dieser Nation, in Mannheim, in Rhein-Neckar, Vater, in Deutschland, im Namen des Christus, Vater. Wir wollen dir wohlgefälliges Opfer sein. Nicht nur die Tabernakel Church, auch die anderen Gemeinden sollen dir wohlgefälliges Opfer sein, damit du ankreist, Vater, Halleluja. Damit du ankreist gegen die Werke der Finsternis, Vater. Damit du ankreist gegen die Werke der Finsternis in dieser Nation, in Deutschland, in Mannheim, in Rhein-Neckar, in Nationen, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Überall, wo wir sind, wollen wir dir wohlgefälliges Opfer sein, Vater. Privat in unserem Leben, Vater. In unserem Umgebung, Vater. In unserem Arbeitsplatz, Vater, Halleluja. In unseren Familien, Vater. Überall, wo wir uns bewegen, wollen wir dir ein wohlgefälliges Opfer sein. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Nicht nur in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. In Jesu Namen, Vater. Reinige uns, Vater. Befreie uns, Vater. Offenbare, Vater. Bringe ans Licht, Vater. Im Namen des Christus, wo Mangel an Erkenntnis ist, Vater, Halleluja. Wir danken dir, dass wir ein wohlgefälliges Opfer sein dürfen. Wir loben dich für deine Reinigung, für deine Befreiung, Vater, Halleluja. Du bist der Herr aller Herrscher, der König aller Könige. Keiner ist dir gleich, keiner ist dir gleich, Vater, Halleluja. Wir erheben deinen Namen, Vater, erhebe dich, Vater, Halleluja. Alles, was noch im Verborgenen ist, offenbare, Herr. Offenbare du Verborgenes, Vater. Offenbare du Verborgenes, Vater, Israel, Vater. Wir danken dir für die Offenbarung. Wir danken dir für Erkenntnisse, Vater, im Namen des Christus. Wir loben dich, wir preisen dich, Herr. Du bist der Herr aller Herrscher, der König aller Könige, Vater, Halleluja, Vater. Wir wollen unsere Glieder, Halleluja, wir wollen alle unsere Glieder dir hingeben, Vater, Halleluja. Wir wollen alle unsere Glieder dir hingeben, Vater, als ein gerechtes Opfer, Vater, Halleluja. Als Werkzeug der Gerechtigkeit, Vater, Halleluja. Wir wollen nicht unsere Glieder der Sünde hingeben, Vater. Wir lehnen ab die Sünde in der Gemeinde. Wir lehnen ab die Sünde in unserem eigenen Leben. Wir wollen nicht, Vater, Halleluja, unsere Glieder der Sünde hingeben, Vater, Halleluja. Als Werkzeug der Ungerechtigkeit. Wir wollen, Vater, Halleluja, Amen. Wir wollen wirklich als Werkzeug der Gerechtigkeit sein, Vater, Halleluja, durch unser ganzes Leib, Geist und Seele, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir danken dir für dein Wort, Vater, Halleluja. Wir wollen uns selbst hingeben als Gemeinde. Wir wollen uns selbst hingeben, Vater, Halleluja, dir ganz hin, Halleluja, Amen. Als lebendiges Opfer, wohlgefälliges Opfer, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Alle unsere Glieder sollen dir zur Gerechtigkeit dienen, Vater. Alle unsere Glieder sollen dir zur Gerechtigkeit dienen, in Jesu Namen, gegen die Stimme des Feindes in unserem Leben. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Werke im Namen des Christus, Vater. Wir loben dich, dass du uns die Kraft gibst, Vater, dies zu vollbringen, Vater. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern durch deinen Geist und durch deine Kraft. In Jesu Namen, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Wir proklamieren, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, Vater. Halleluja. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, Vater. Halleluja, Amen. Wir gehören uns nicht selbst, wir gehören dir alleine, Vater. Alles von uns gehört dir, Vater. Halleluja, Vater. Weil du hast uns teuer erkauft durch dein Blut im Namen des Christus, Vater. Halleluja. Wir wollen dich verherrlichen in allen Dingen, wollen wir dich verherrlichen, Vater. Mit unserem Leib wollen wir dich verherrlichen. Im Geist wollen wir dich verherrlichen. In Seele und Leib wollen wir dich verherrlichen. In Jesu Namen, Vater. Halleluja. Wir gehören dir ganz hin, Vater. Halleluja. Unser Leib gehört dir ganz alleine, Vater. Halleluja. Amen. Unser Geist, unsere Seele, unser Geist, unsere Seele, unser Leib gehören dir ganz alleine, Vater. Halleluja. Nicht uns selbst, nicht dem Feind, nicht Menschen, sondern dir alleine, Vater Israel. Halleluja. Wir danken dir dafür. Wir loben dich dafür, Vater, dass du der gerechte Vater bist, Vater. Halleluja. Dass du uns entlohnst im Namen Jesus Christus in allem, was wir tun, Vater. Halleluja. Dass du uns nie verlässt, Vater, und uns herausholen möchtest aus all unseren Nöten und Bedrängnissen in Jesu Namen, Vater. Dass du ein gerechter Gott bist, der für uns kämpft, Vater. Halleluja. Der für uns kämpft, Vater, in Jesu Namen, Vater. Halleluja. Wir loben dich, wir preisen dich für dein Wort. Halleluja, Vater. Halleluja. Wir wollen, Vater, die verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen, in den Lüsten der Menschen leben, in unseren eigenen Lüsten leben. Wir wollen, Vater, in unserem Fleisch deinen vollkommenen Willen tun, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir wollen in allem deinen vollkommenen Willen tun, in Jesu Namen, Vater. In der verbleibenden Zeit im Fleisch wollen wir deinen vollkommenen Willen tun, Vater, nicht nach den Lüsten unseres Fleisches, Vater, in Jesu Namen, Vater. Wir loben dich für dein Wort, wir preisen dich, Halleluja. Du bist der Herr aller Herrscher, der König aller Könige, Vater, Halleluja. Ja, wir nehmen deine Antwort an, Vater, wir nehmen an deine Antwort, Halleluja, auf deine Gnade, Vater, uns dir ganz hinzugeben, Vater, Halleluja, und deinen Willen zu tun, Vater, Halleluja. Wir nehmen deine Antwort an, Halleluja, Amen.
Amen. Die Antwort auf deine Gnade, Vater, Halleluja, Amen. Uns dir ganz hinzugeben, Vater, und deinen Willen zu tun, Vater, Halleluja. Durch den Bund, den wir mit dir geschlossen haben, Vater, um uns rauszuholen aus jeder Not, Vater, um rauszuholen aus allen Bedrängnissen. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir danken dir, Herr, Vater. Wir loben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, Vater. Du bist der Herr aller Herrscher, der König aller Könige. Keiner ist der gleich, Vater, Halleluja. Bewirke deine Werke in uns, Vater. Bewirke deine Werke in deiner Gemeinde im Namen Jesus Christus, Vater. Wir loben dich, wir preisen dich, Halleluja. Wir danken dir, Herr. Halleluja, Vater, im Namen Jesus Christus. Halleluja. Wir öffnen Psalm 13 und können gemeinsam proklamieren. Genau, Psalm 13. Eins, zwei, drei. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Amen. Ja, im Psalm 102, brauchte ich nicht aufzuschlagen, Psalm 102, Vers 14 steht auch, da lese ich kurz vor, Psalm 102, Vers 14 steht auch geschrieben, du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist. Die Stunde ist gekommen. Amen. Wir hatten ja in der Fastenzeit, aber auch über die Serien von The Keeper, Erkenntnis bekommen, dass Altäre gegen unser Leben sprechen. Und wir haben gebetet, wir haben gegen die Altäre gebetet und diese gebrochen. Dann haben wir die Erkenntnis bekommen, dass auf den Altären der Feinde, also der Familie, dass auf diesen Altären geopfert wurde. Und diese Opfer waren Opfer der Ungerechtigkeit. Und um diese zu besiegen, haben wir gebetet, dass wir selbst ein wohlgefälliges Opfer vor dem Herrn sind, damit dieses Opfer gegen die anderen Opfer spricht, gegen die bösen Opfer. Und jetzt wollen wir jetzt uns nochmal hingeben ins Gebet. Und so wie im Psalm 13 steht, schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott, dass der Herr unsere Stimme als Gerechte erhört. Die Stimme der Feinde, beziehungsweise die Stimme der Opfer der Ungerechtigkeit schreien gegen uns. Aber unsere Stimme als Gerechte soll jetzt die Stimme der Ungerechtigkeit übertönen, beziehungsweise stumm schalten. Und dass wir wirklich schreien, Herr, als Gerechte, Herr, wir schreien zu dir, erhöre uns, hol uns raus aus jeder Not. Und denn die Zeit ist gekommen, wo du uns Gnade erweisen möchtest, die Stunde ist gekommen. Und warum, obwohl wir nicht schuld waren, dass was getan wurde früher, warum will der Herr uns trotzdem erretten, uns aus der Not rausholen und diese Ungerechtigkeit brechen? Weil das ist genau das, was der Herr am Kreuz getan hat. Der Herr ist am Kreuz gestorben, um diese Lasten zu tragen, um diese Ungerechtigkeit zu tragen. Und sein Blut wurde vergossen, damit sein Blut gegen das Blut der Opfer spricht. Das ist unser Privileg als Gerechte. Natürlich, jemand, der nicht in Gerechtigkeit wandelt, der in Sünde wandelt, der nicht bekehrt ist, hat dieses Privileg nicht. Kann nicht gegen satanische Altäre kämpfen und sagen, hey, ist Ungerechtigkeit in meinem Leben, es soll sofort aufhören. Nein, weil die Person hat das Blut Jesu nicht. Also das Blut Jesu ist für jeden Einzelnen vergossen wurde. Aber die Person, die nicht im Glauben ist, hat das Anrecht nicht, Jesus Blut zu proklamieren, weil die Person nicht bekehrt ist, weil die Person keinen Bund mit dem Herrn hat. Weil die Person nicht in Wahrheit lebt, in Reinheit lebt, in Heiligung lebt. Deswegen kann das Blut Jesu für die Person in dieser Situation nicht sprechen. Aber wir als Gerechte, das Blut Jesus kann
spricht für uns, weil wir in Gerechtigkeit leben, weil wir einen Bund mit dem Herrn geschlossen haben, weil wir ihm ein wohlgefälliges Opfer bringen, weil wir in Gerechtigkeit leben und in Heiligung, spricht das Blut Jesu für uns, damit die Stimmen der Ungerechtigkeit auf den Altären unserer Familien sich stumm schalten und verstummen und nicht mehr schreien und komplett ausgelöscht sind. Deswegen proklamieren wir, Herr, die Zeit ist gekommen, uns zu begnadigen. Deine Stunde ist gekommen, Vater, wir schreien vor dir. Wir haben die Altäre zerstört. Wir bringen dir ein wohlgefälliges Opfer. Wir leben in Heiligung. Vater, wir heben unsere Stimme als Gerechte. Erhöre unsere Stimme, um die Stimmen der Altäre der Familie zu verstummen und zu auszulöschen, damit wir durchsprechen und den Segen empfangen können in Jesu Namen. Halleluja. Lass uns mal aufstehen ins Gebet. Halleluja, Vater. Wir danken dir, Vater, für deine Werke, Jesus Christus, Vater. Wir danken dir für deine Offenbarung, für deine Erkenntnisse, Jesus Christus, Vater. Halleluja. Wir heben dich. Wir danken dir für die Offenbarung, die du deiner Gemeinde geschenkt hast. Die Offenbarung, die du uns geschenkt hast. In Jesu Namen, Vater. Halleluja. Wir heben dich, Vater. Wir heben dich in dieser Gemeinde. Wir heben dich bei jedem Einzelnen, Vater. Halleluja. Wir als Gemeinde, Vater, in Gerechtigkeit. Jeder Einzelne, wir heben unsere Stimme, Vater, als Gerechte vor dir, Vater. Dass du unsere Stimme erhörst, Vater. Halleluja. Gegen die Stimme unserer Feinde, Vater. Gegen die Stimme der Opfer, der Familien, Vater. Namens Jesus Christus, Vater. Wir proklamieren, dass unsere gerechte Stimme, diese Stimme, die gegen uns wirken, Vater, stumm schalten und auslöschen in Jesu Namen, Vater, Halleluja, weil wir deine Gerechten sind, Jesus Christus, weil du am Kreuz gestorben bist, Vater, weil du dein Blut vergossen hast, Vater, damit dein Blut, Jesus Christus, für unsere Gerechtigkeit spricht in Jesu Namen, Vater, Halleluja, damit dein Blut für unsere Gerechtigkeit spricht in Jesu Namen, Vater, Halleluja, dein Blut soll für unsere Gerechtigkeit sprechen, indem wir unsere Stimme erheben, Vater, erhöre unsere Stimme, Vater, namens Jesus Christus, Vater, wie lange her, Vater, willst du uns ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht für uns, Vater? Halleluja, Amen. Wie lange sollen wir Sorgen tragen, Vater? Hegen unserer Seele, kümmern unserem Herzen, Jesus Christus, Vater? Halleluja. Wie lange soll sich der Feind über uns erheben, Vater, namens Jesus Christus, in Ungerechtigkeit, Vater? Wir erheben unsere Stimme als Gerechte, Vater. Wir erheben unsere Stimme als Gerechte durch dein Blut, Vater? Halleluja. Durch dein gerechtes Blut für unser Leben, Vater? Halleluja. Dein gerechtes Blut soll wirklich gegen die Opfer der Familie sprechen, Vater. Die Stimme ausschalten und auslöschen und vernichten in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Schau her, erhöre unsere Stimme in Gerechtigkeit, Vater. Schau her, erhöre unsere Stimme in Gerechtigkeit in Jesu Namen, Vater, Halleluja, Vater. Wir wollen, Vater, lass nicht zu, dass unsere Augen, Vater, Halleluja, in den Totenschlaf versinkt, Vater, Halleluja, dass die Feinde nicht sagen, Vater, wir haben sie überwältigt und unsere Widersacher frohlocken, weil wir wanken, wir wollen nicht wanken, in Jesu Namen, Vater. Unsere Widersacher sollen nicht frohlocken, Vater, namens Jesus Christus, Vater. Unsere Widersacher sollen uns nicht überwältigen, in Jesu Namen, Vater. Wir haben die Gerechtigkeit in dir, Herr. Wir haben die Gerechtigkeit in dir, Herr, Vater, indem wir unsere Stimme erheben, Vater, als Gerechte. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir vertrauen auf deine Gnade, Vater. Wir vertrauen, wir frohlocken, Vater, im Voraus frohlocken wir, Vater, Halleluja, weil du uns den Sieg geschenkt hast, Vater. Wir kämpfen nicht für den Sieg, wir kämpfen im Sieg, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Und im Voraus, ob wir es sehen oder nicht sehen, Vater, Halleluja. Wir vertrauen auf deine Gnade, im Voraus frohlocken wir, Vater. Im Voraus singen wir dir, weil du wohlgetan hast an uns, Vater, namens Jesus Christus, indem wir unsere Stimme erheben gegen die Altäre unserer Familie, gegen die Stimme der Altäre unserer Familie, gegen die Opfer der Familie, im Namen Jesus Christus, Vater, du tust uns wohlgefällig, Vater, weil wir unsere Stimme erheben als Gerechte, im Namen Jesus Christus, als Gerechte haben wir das Privileg deines Blutes, Halleluja, Amen, als Gerechte haben wir das Privileg, Vater, errettet zu werden aus all unseren Nöten, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir danken dir, dass dein Blut für uns spricht, Vater, wir danken dir, dass dein Blut für uns spricht, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir nehmen dein Blut an, Vater, namens Jesus Christus, Vater, und wir proklamieren dein Blut, Vater, auf unser Leben, Vater, wir proklamieren dein Blut in dieser Gemeinde, in der Gemeinde Christi, Vater, Halleluja. Dein Blut soll für uns sprechen, Jesus Christus. Dein Blut soll für uns sprechen, Jesu Namen, Vater, gegen die Stimme der Familie, Vater, gegen die Stimme der Feinde. In Jesu Namen, Vater, Halleluja, in deiner Gemeinde, in den Nationen, in unserem eigenen Leben. In Jesu Namen, Vater, Halleluja, gerechter Gott, Vater, Israel, Vater, erhöre unsere Stimme, Vater, Halleluja. Denn die Zeit der Begnadigung ist gekommen, Vater. Die Zeit der Begnadigung ist gekommen. Du möchtest uns begnadigen, Vater. Du möchtest deine Gemeinde begnadigen. Du möchtest uns selbst begnadigen, Vater. Halleluja. Wir danken dir, dass die Stunde gekommen ist, deine Gnade, Vater. Wir danken dir, dass die Stunde gekommen ist, dass du uns herausholst aus jeder Not. In Jesu Namen, Vater. Wir erheben dich. Du bist der Herr aller Herrscherin, der König aller Könige. Keiner ist der gleich, namens Jesus Christus. Keiner ist der gleich. Wir danken dir, Herr. Wir loben dich für die Rettung, Halleluja, die du uns schenkst.
Vater, Halleluja. Wir danken dir, dass unsere Feinde dich erschrecken, Vater. Dass unsere Feinde dich erschrecken, furchtbar erschrecken, Vater, weil du kommst mit deinem Schwert, Vater, um diese zu vertilgen. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir danken dir, dass du bei uns bist als Geschlechtergerechten, Vater. Dass du mit uns, Vater, mit uns bist als Geschlechtergerechten. In Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir danken dir, dass du wirklich, dass du die Vorhaben unserer Feinde vertilgst, in Jesu Namen, Vater. Diese zu Schanden bringst, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Weil wir unsere Stimme erheben als gerechte Vater, Halleluja. Dass wir danken dir, dass du unsere Zuflucht bist in Jesu Namen, all unsere Nöten, Halleluja. Wir danken dir, Vater, dass wir, Vater, Rettung bekommen von dir, Herr, Vater, als Zion, Vater, Halleluja, Vater, dass du kommst und Rettung schenkst, Vater, Halleluja. Wir danken dir, Vater, dass unser Geschick wendest, Vater, dass unser Geschick wendest, Vater, unsere Feinde blöschisch beschämt werden. Du wendest unser Geschick, Vater, und unsere Feinde werden blöschisch beschämt in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir als Jakob, Halleluja, wir freuen uns in dir, Vater. Wir sind fröhlich als Israel in dir, Herr, Vater, Halleluja. Ob wir es noch sehen oder noch nicht, ob wir es sehen oder noch nicht sehen, Vater, wir frohlocken in dir im Voraus, Vater. Wir freuen uns in dir, Vater, weil du der wahre Gott Israel bist, Vater, Halleluja. Weil du ein gerechter Gott bist, in Jesu Namen Christus, Halleluja, Amen. Weil du alle deine Gerechten aus all ihren Nöten herausholst, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem errettest du ihn, in Jesu Namen, Vater. Dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich, Halleluja. Sei gelobt, sei gepriesen, Vater Israel, Vater, du bist der Herr aller Herrscherin, der König aller Könige, wir danken dir, Herr. Wir loben dich, Herr, wir preisen dich für deine Rettung, Vater, die du uns schenkst, Vater. Wir loben dir, danken dir, dass die Altäre zerstört sind in unserer Familie, Vater, dass die satanischen Opfer zerstört sind in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Und dass die Stimme der Feinde, Vater, verstummt werden, ausgelöscht werden, Vater, durch dein Gehör, Vater, durch unsere Stimme als Gerechte in Jesu Namen, Vater, durch unser Opfer, Vater, Halleluja, durch unser wohlgefälliges Opfer, Vater, verstummst du, Vater, die Stimme der Altäre, Vater, löscht du aus die Stimme der Altäre in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Wir danken dir, dass wir den Durchbruch, den du jeden Einzelnen schenkst. Wir danken dir für den Durchbruch als Gemeinde, Vater. Auch den Durchbruch in den Nationen, Vater. In Deutschland, in Rhein-Neckar, in Mannheim, Vater, Halleluja. Wir loben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, Vater, Halleluja. Wir erheben deinen Namen. Du bist der Herr aller Herrscherin, der König aller Könige, Vater, Halleluja, Vater. Dein Nachspruch in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie handeln verderblich, Halleluja, gegen deine Gerechten, Vater, und abscheulich, Vater, Halleluja, ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut, Vater, Halleluja. Aber du, Herr, du schaust vom Himmel auf die Menschenkinder und um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, Vater, einen, der nach Gott fragt. Wir fragen nach dir, Vater Israel. Wir suchen nach dir, Vater, Halleluja. Wir wollen dir wohlgefällig sein, damit du angreifst in unserem Leben, damit du angreifst in unseren Familien, damit du angreifst in den Gemeinden, in dieser Gemeinde, in den Nationen, in dieser Nation, Vater, im Namen des Christus, Halleluja, Vater, Halleluja. Halleluja, wir danken dir, dass du uns befähigst, Gutes zu tun, Halleluja. Dir ein wohlgefälliges Opfer zu bringen, Vater, Halleluja, damit alle unsere Feinde verdorben werden, Halleluja, Vater, und abweichen aus unserem Leben, abweichen aus deiner Gemeinde, abweichen in unseren Familien, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir wollen Gutes tun, damit du einen Gerechten findest, Halleluja, Amen, einen Verständigen findest, Halleluja, Vater, alle Übeltäter sind zerstört, Vater, Halleluja, wir proklamieren, dass du durch unsere Gerechtigkeit in dir, dass alle Übeltäter zerstört werden, im Namen des Christus, Vater, Halleluja, du verschlingst alle Übeltäter, du verschlingst ihre Werke, du verschlingst, Vater, alles, was sie gegen uns zeugen, Vater, verschlingst du durch unsere Gerechtigkeit in dir, Herr, in Jesu Namen, wir rufen deinen Namen, Vater, erhebe dich, Vater, erhebe dich für jeden Einzelnen, Vater, erhebe dich für deine Gemeinde, in Jesu Namen, Halleluja, du bist der Herr aller Herrscherin, Vater, erschrecke unsere Feinde, Vater, mit deiner Furchtsamkeit, erschrecke unsere Feinde mit deinem Schwert, mit deinem Feuer, Vater, erschrecke unsere Feinde und lass sie ausgelöscht werden durch dein Feuer, Jesus Christus, Halleluja, wir danken dir, Halleluja, dass du alle das ganze Vorhaben unserer Feinde vernichtest, Vater, und zerstörst in deinen allmächtigen Namen. Halleluja, Jesus Christus, Halleluja. Wir danken dir für deine Rettung, deine Erlösung, für deine Heilung, Vater, Halleluja. Schenke noch mehr Offenbarung, schenke noch mehr Erkenntnisse, Vater, am heutigen Abend, Vater, durch unseren Bruder, Vater, durch Geschwistern, Vater, in dieser Woche, Vater, Vater, Halleluja. Ebenso mehr Offenbarung, Erkenntnis, Vater, Durchbruch, Vater, Zerstörung der Werke der Finsternis, Vater, in das Leben unserem Pastor, Vater, Halleluja. Wir proklamieren auch dort, dass du Heilung schenkst, Vater, Befreiung schenkst, Vater, Halleluja, Durchbruch schenkst, Vater, Halleluja. Herr, dass alle Mauern des Feindes zerrissen werden, Vater, Halleluja. Wir danken dir für Schutz und Bewachung, Vater, Halleluja. Auch da, wo er unterwegs ist, Vater, unserem Pastor, proklamieren wir Schutz und Bewachung über ihn, Vater, Halleluja. Alle Pfeile gegen ihn gerichtet werden nicht gelingen, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Alle Pfeile gegen unseren Pastor gerichtet werden nicht gelingen, in Jesu Namen, Vater, schenke Schutz und Bewachung. Da, wo er unterwegs ist, in Jesu Namen, über ihn, über seine Kinder, seine Familie, seine Frau, in Jesu Namen. Wir proklamieren das Blut des Lammes über unseren Pastor, Vater, über jeden einzelnen Bruder und Schwester, Vater, alle, die unterwegs sind.
sind, die online sind, Vater, am heutigen Gebetsabend. Prämiere wir dein Blut, Vater, im Namen Jesus Christus. Tu deine Werke mitten unter uns in Jesu Namen, Vater. Halleluja. Wir erheben dich, Jesus. Du bist der Herr aller Herrscher, der König aller Könige, Vater. Halleluja. Wir wollen dich erleben, Vater. Wir wollen dich erleben, Vater. Halleluja. Wir danken dir, dass du alles erfüllst, was du uns versprochen hast, Vater. Halleluja. Dass du dein Wort erfüllst. Du bist kein Gott, um zu lügen, Vater. Halleluja. Du bist der wahre Gott Israel. Du bist kein toter Gott. Du bist ein wahrer Gott Israel, Vater. Halleluja. Alle Menschen sind dir untertan, Vater. Alle Menschen sind dir untertan in Jesu Namen, Vater. Halleluja. Wir danken dir, Vater, für deine Werke, für dein Wirken, für deine Erkenntnisse, für deine Offenbarung. In Jesu Namen, Halleluja, Vater. Erhebe dich, Vater. Erhebe dich in unserer Mitte, Vater. Erhebe dich am heutigen Abend. Erhebe dich, Vater, bei jedem einzelnen, Vater. Wir loben dich, wir preisen dich. Halleluja. Du bist der Herr aller Herrscherin, der König aller Könige. Keiner ist der gleich. Halleluja. Wir leben, wir erheben deinen Namen, Vater. Halleluja. Erweise dich ermächtig mitten unter uns in Jesu Namen, Vater. Halleluja. Mit dir, Herr, wenn wir Gewaltiges vollbringen. Mit dir, Herr, wenn wir Gewaltiges vollbringen. In Jesu Namen, Vater. Mit dir, Herr, wenn wir Gewaltiges vollbringen, Vater. Unsere Feinde zerschmettern. In Jesu Namen, Vater. Halleluja. Wir danken dir für deine Verheißung, für dein Wort, Vater. Halleluja. Wir danken dir, dass du der große Gott Israel bist, Vater. Keiner ist dir gleich. Keiner ist dir gleich, Vater Israel. Halleluja. Wir loben dich, wir preisen dich im Namen Jesus Christus. Halleluja. Halleluja, Herr, Vater. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ja, wir wollen noch Zeugnisse hören, falls jemand ein Zeugnis hat. Fühlt euch frei, nach vorne zu kommen und das Zeugnis mit uns zu teilen, um andere zu ermutigen. Da vorne ist ein Mikrofon. Ja, also ich war ja jetzt unter anderem in Hamburg und da waren wir dann auf Missionsreise, waren so 60 Jugendliche ungefähr und ich sage jetzt mal so zwei, also waren ziemlich viele Leute, die so ihr Leben Jesus gegeben haben, also über 100 Leute, vielleicht so 30 Heilungen sind dann da passiert und da vielleicht mal zwei Geschichten, was da so passiert ist, also noch viel, viel mehr. Bei der einen, also jetzt nicht bei mir, aber bei anderen sozusagen, da wurde einmal ein Passant angesprochen und da war so auf dem Weg zum Krankenhaus. Da meinte, ja, Finger ist gebrochen und tat auch ziemlich weh. Und dann haben sie gesagt, ja, dürfen wir dafür beten? Ja, und dann nach dem Gebet, und oh, das ist ja geheilt, spürt ja gar nichts mehr. Das ist ja hammerhart, so richtig krass. Das war mal so ein Beispiel für eine Heilung gewesen. Eine andere Geschichte, das war, da sind dann auch so zwei von uns auf eine Frau zugegangen und da hat sie dann gemeint, also die haben dann gesagt, ja, dürfen wir für sie beten? Was wollt ihr wirklich? Dürfen wir für sie beten? Was wollt ihr wirklich? Dürfen wir für sie beten? Und dann fängt sie an, in Tränen auszubrechen, weil sie war gerade vorher, war sie in der Kirche gewesen, war auch so, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, so, ich meine, also so hat wirklich richtig geschrien zu Gott, so, Gott, wenn es dich gibt, dann gib mir ein Zeichen. Und dann kam dann sowas. Dann, das hat dann natürlich auch ihr Leben Jesus gegeben und ganz alles so. Ja, also es sind noch viele, viele andere schöne Geschichten erzählt gewesen. War richtig stark. Danke. Amen. Halleluja. Wir preisen den Herrn. Danke dir, Bruder, für das Zeugnis. Halleluja. Der Herr ist gut. Amen. Gibt's noch weitere Zeugnisse? Amen. Ja, also ich war gestern daheim, ich habe jetzt frei und dachte, ja, wie verbringst du den Tag? Und hatte mir eigentlich vorgenommen, so ein bisschen Ordnung zu machen, und aber konnte mich nicht so richtig aufraffen am ersten Teil des Tages. Und dann gegen Abend, als es langsam dann kühler wurde, habe ich dann doch ja, erstmal per YouTube ein paar Videos angeguckt und dann fing ich an, da Ordnungsvideos zu gucken. Und dann irgendwann hatte ich so kurz diesen Gedanke, Moment, wenn du jetzt weiter diese Videos anguckst,
das bringt dir überhaupt nichts für deine Ordnung. Du musst das auch machen. Und dann hatte ich halt wie so einen Motivationsschub, wo ich dann wirklich auch angefangen habe und auch wirklich durchgezogen habe. Heute ging es auch weiter und Gott ist gut, dass er da wirklich so, ne, die Gedanken gegeben hat. Und ja, ich habe auch schon länger dafür gebetet, dass in meinem Haushalt da auch wirklich Durchbruch kommt. Und ja, Gott hat es geschenkt. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Gibt es noch ein weiteres Zeugnis? Amen. Hallo. Ich habe ganz viele Zeugnisse, aber die werde ich aber ein anderes Mal alle weitergeben. Aber ich hatte gerade im Gebet eine Ermutigung und die möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar beten wir auch öfter für unsere Familien. Und wie ihr wisst, war meine Mutter letztens da, was mich sehr gefreut hat und was auch wirklich ein Durchbruch ist in meiner Familie. Das proklamiere ich in Jesu Namen. Und mir ist nur im Gebet aufgefallen, dass es ja, vielleicht kennt ihr das, dass es in der Familie jemand gibt, der so ein bisschen schwieriger zu evangelisieren ist, beziehungsweise an dem man rankommen kann. Und manchmal geht das über Jahre hinweg und man verliert vielleicht so ein bisschen die Hoffnung oder den Mut und Gott schenkt dann vielleicht nochmal neuen Mut. Und jetzt aber ist mir gerade so gekommen, dass wir die richtige Sichtweise von Gott auch benötigen für diese Person. Dass es ganz, ganz wichtig ist, weil diese Person oftmals ein Schlüssel ist für die ganze Familie. Und wenn diese Person sich bekehrt, ist es wie eine Welle, die losbricht. Das heißt, dass wir diese Hindernisse nicht sehen als, dass Gott nicht mit uns ist oder dass Gott uns nicht liebt, sondern eher darin sieht, dass darin ein entscheidender Kampf stattfindet. Und wenn der gewonnen ist, dann ist quasi wie so eine Flut, die durchbricht für die ganze Familie. Amen. Halleluja, danke dir, liebe Schwester. Eine sehr große Ermutigung auch für mich selbst persönlich, auch natürlich auch für den Rest, nehme ich an, dass wirklich, so wie unsere Schwester gesagt hat, dass wir die Sichtweise Gottes haben und erkennen, wenn wir Fürbitte tun, für unsere Familien, auch für andere. Das ist sehr wichtig. Und dann kommt Gottes Zeit, kommt der Durchbruch und das ist dann wie so eine Welle, die dann losgeht in unseren Familien, aber auch vielleicht für eine Person, für die oder wir Fürbitte tun. Amen. Genau, gibt es noch weitere Zeugnisse? Amen. Amen, Amen. Ja, ich habe erst überlegt, aber es ist wirklich ein Zeugnis auch für die Kinderstunde, auch für das, was wir erleben mit den kleinen Kindern. Wir waren am Sonntag nach dem Gottesdienst noch zusammen im Allehopp-Park und hatten eine wunderbare Zeit bei dem schönen Wetter, eine schöne Gemeinschaft und eine gute Zeit zusammen, wo wir einfach gepicknickt haben, geredet haben. Und ich habe auch gemerkt, dass die Jungs gerade sehr viel Gespräch brauchen, auch sehr viel Zeit brauchen. Und man konnte auch mit den Jungs dann sich mit denen zusammen hinsetzen, mit ihnen erzählen. Und das Wunderbare war einfach nochmal mit den Jungs zu erzählen über die Kinderstunde. Was ist da passiert? Über was habt ihr geredet? Was habt ihr erfahren und so? Und da war Joshua da und hat dann erzählt, ganz stolz von der Kinderstunde, was er gelernt hat, um was es ging, alles. Und für mich war das so ermutigend, von so einem kleinen Kind von der Bibel zu hören, was er mitgenommen hat, was er miterfahren hat, was Gott ihm gegeben hat und was er für Erkenntnisse hat, wie gut er sich schon auskennt im Wort Gottes. Und es war so eine Ermutigung für mich persönlich, dass bereits schon die Kleinen so anfangen, das Wort aufzunehmen, das Wort kennenzulernen und sich mit den einzelnen Geschichten auseinanderzusetzen. Und ja, das war sehr ermutigend. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, wir danken dem Herrn auch für dieses Zeugnis, so wie der Herr führt oft, wenn wir Gemeinschaft haben, dass der Herr oft passiert, dass der Herr dann in dieser Gemeinschaft Dinge offenbart, dass er Ermutigung schenkt, dass er ein Wort schenkt und dass er Erkenntnisse schenkt. Das ist immer wunderbar zu erfahren. Und preist den Herrn für diese Erfahrung, auch für das Zeugnis, auch das, was unser Bruder erzählt hat, dass er gesehen hat, wie ein Kind auch von dem Wort Gottes erzählen konnte. Preist den Herrn und ja, danke dir auch, Bruder, für deinen Dienst, den du tust mit den Kindern. Der Herr segne dich mächtig, schenke dir noch mehr Weisheit und noch mehr Salbung und dass du wirklich auch da wächst und dass der Herr noch durch dich
viel, viel bewirkt in unseren Kindern, auch Kinder, die kommen werden. Halleluja. Ja, unsere Schwester hat noch ein Zeugnis. Ja, also ich habe auch noch ein Zeugnis. Genau, ihr hattet ja mitbekommen, dass meine Tante im künstlichen Koma war. Und ja, dank den Gebeten wird sie bald wieder wach werden. Und ja, und ich danke auf jeden Fall für eure Gebete. Und ja, ich bete weiterhin, dass sie den Herrn erkennen wird und dass, ja, dass dadurch ja auch meine Familie errettet wird. Und ja, das, genau, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass die Werte jetzt wieder besser sind und ja, sie bald wieder aufwachen wird und bei Bewusstsein sein wird. Und ja, das, genau, ich hoffe einfach, dass ja, die Gebete erhört wurden und ja, ich danke dem Herrn dafür, dass er sie heilen wird. Amen, Halleluja. Preist den Herrn. Ja, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und dieses Zeugnis ist eine Bestätigung dafür, dass wenn wir unsere Stimme erheben, wenn der Herr in einer Familie eine gerechte Stimme hört, dann kann er alles abwenden und alles zerstören, was der Feind eigentlich geplant hat und kann seinen Willen durchsetzen wegen einer gerechten Stimme. Und lass uns wirklich auch diese Ermutigung mitnehmen, dass wir weiterhin, wie der Herr uns führt, Fürbitte tun für unsere Familie und für Menschen, die der Herr uns aufs Herz legt, weil er braucht wirklich nur eine gerechte Stimme, um seinen Willen in unseren Familien oder in den Menschen zu tun. In Jesu Namen. Halleluja. Genau. Hätten wir noch ein Zeugnis? Amen. Dann werden wir demnächst weitere Zeugnisse hören. Genau, dann würden wir auch für Gebetsanliegen beten, wenn jemand ein Anliegen hat, sei es online, wenn jemand schreiben sollte oder hier vor Ort. Fühlt euch frei, wir würden dann gemeinsam als Gemeinde beten. Amen. Amen, Halleluja. Nehmen wir gerne mit ins Gebet. Noch ein Gebetsanliegen? Amen, Halleluja. Gebet für den Pastor und seine Familie. Wenn es keine weiteren Anliegen gibt, auch nicht online, dann stehen wir gemeinsam kurz auf und beten für unseren Bruder, dass der Herr den Weg ebnet in seinem beruflichen Leben, dass alle Hindernisse und alle Blockaden zerstört werden und aus dem Weg geräumt werden durch die Gnade des Herrn, durch seine allmächtige Hand in Jesu Namen, dass der Herr offenbart, was sein vollkommener Wille ist, dass ausschließlich der vollkommene Wille geschieht im Leben unserem Bruder, dass wirklich nur, also entweder der Herr schenkt wirklich Entwicklung und Durchbruch da, wo er gerade ist, oder er schenkt was Neues, aber es soll das Beste sein, das Vollkommene sein und alle Pläne des Feindes sollen nicht geschehen in Jesu Namen. Dann beten wir auch für unseren Pastor, für seine Kinder, für ihn selbst und seine Familie, für seine Frau, dass der Herr wirklich auch da Durchbruch schenkt, dass der Feind, dass alle Pfeilen des Feindes gegen unseren Pastor nicht gelingen in Jesu Namen, dass wirklich, dass der Herr ihn bewahrt und beschützt in Jesu Namen, in allen seinen Wegen, überall, wo er sich bewegt, mit Kindern, mit Familie oder auch alleine, dass der Herr mit ihm ist. In Jesu Namen erheben wir unsere Stimme als Gemeinde. Halleluja. Ja, Vater, wir danken dir für unseren Bruder Jonas. Wir danken dir, wir proklamieren, Vater, als Gemeinde, als eine Anhalt in dem Leib, Vater, vor dem Thron deiner Gnade mit Freimütigkeit, dass du Durchbruch schenkst in seinem beruflichen Leben, Vater, dass du jede Blockade, alle Hindernisse wegräumst des Feindes in Jesu Namen, Vater. Alle Blockaden, alle Hindernisse sind zertreten, sind zerstört in Jesu Namen, Vater, zerschmettert, Vater, durch deinen allmächtigen Namen in Jesu Namen Christi, Vater. Halleluja. Wir widerstehen alle Pläne des Feindes, wir widerstehen, Vater,
Vater, Halleluja, alle Blockaden des Feindes in Jesu Namen. Wir proklamieren als Gemeinde, Vater, dass unser Bruder Durchbruch, Vater, erlebt in seinem beruflichen Leben, Vater, auch überall in allen Bereichen seines Lebens, dass Durchbruch kommt in Jesu Namen, Vater. Davon hat keine Anrechte mehr, Vater, Halleluja. Alle Blockaden sind zerstört, Halleluja. Alle Hindernisse sind zerrissen, Vater, in Jesu Namen, Vater, Halleluja. Ebne seine Wege im beruflichen Leben, Vater. Ebne seine Wege, Vater, Halleluja. Schenke Durchbruch, Vater, schenke Entwicklung da, wo er blockiert ist, Vater, wo er gerade ist, Vater, Halleluja. Wenn diese Arbeitsstelle, wo er gerade ist, dein vollkommener Wille ist, Vater, proklamieren wir, dass der bleibt, Vater, dass er noch mehr Durchbruch, Vater, dass er noch mehr Durchbruch erlebt, Vater, dass alle Blockaden verschwinden, Vater, im Namen Jesus Christus, Vater, dass du mehr Entwicklung schenkst, Vater, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, dass alle Blockaden schwinden, Vater, dass alle Pfeile gegen sein berufliches Leben, Vater, zerstört werden, in Jesu Namen, Vater, wenn du eine bessere Stelle hast, Vater, öffne die Türen, Vater, Halleluja, wir proklamieren, dass ausschließlich dein vollkommener Wille in dem Leben seines Bruders geschieht, Vater, ausschließlich dein vollkommener Wille, Vater, Halleluja, der Wille des Feindes, Vater, der Wille der Menschen, Vater, soll nicht geschehen, in Jesu Namen, nur dein vollkommener Wille, in Jesu Namen, Vater, schenke Durchbruch, Halleluja, Vater, Halleluja, überall, Vater, wo er blockiert ist, in Jesu Namen, Vater, wo er an Mangel an Erkenntnis leidet, Vater, schenke Erkenntnis, Vater, Halleluja, um durchzubrechen, in Jesu Namen, Vater, der Satan hat keine Anrechte und keine Macht, Vater, gegen ihn, Vater, gegen seine Frau, gegen sein Leben, Vater, gegen sein berufliches Leben, in Jesu Namen, Vater, alle Hindernisse, alle Blockaden sind ausgeräumt, in allmächtigen Namen Jesus Christus von Nazareth, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, ebne die Wege, ebne den Weg, Halleluja, Amen, Vater, Halleluja, nimm alle Hindernisse weg, Vater, schenke Entwicklung, Vater, und schenke Durchbruch, Vater, Halleluja, nur dein vollkommener Wille soll geschehen, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir zertreten, Vater, alle Werke des Feindes im Namen Jesus Christus, Vater, wir zerstören alle Werke des Feindes gegen unseren Bruder im Namen Jesus Christus, Vater, Halleluja, wir danken dir für sein Leben, Vater, Halleluja, komm mit ihm hinein, Vater, mit deiner Helligkeit, in deinem Licht, Vater, Halleluja, erleuchte sein berufliches Leben, Vater, erleuchte seine Arbeitsstelle, Vater, Halleluja, Amen, erleuchte seine Arbeitsstelle, dass du leuchtest, Vater, Halleluja, Vater, dass du leuchtest in der Arbeitsstelle, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, dass nur dein vollkommener Wille geschieht, Vater, Halleluja, wir danken dir für die Durchbrüche, Vater, Halleluja, wir danken dir für alles, was du tust an deinem Leben, Vater, Halleluja, was du angefangen hast und tun wirst, Vater, Halleluja, und schon getan hast, in Jesu Namen, Vater, wir loben dich dafür, wir preisen dich dafür, Vater, Halleluja, wir versiegeln seinen Beruf mit deinem kostbaren Blut, wir versiegeln seine Arbeitsstelle mit deinem kostbaren Blut, Vater, dein Blut versiegelt seine Arbeitsstelle, dein Blut ist versiegelt über seine Arbeitsstelle, über seinen Beruf, Vater, Halleluja, dass dadurch nur dein vollkommener Wille geschieht, Vater, Halleluja, kein anderer Wille soll geschehen, nur dein vollkommener Wille, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir danken dir für unseren Bruder, Vater, wir danken dir für alles, Vater, Halleluja, wir danken dir für dein Leben, Vater, Halleluja, wir danken dir, dass er berufen ist, dir zu dienen, Vater, Halleluja, wir danken dir, dass er berufen ist, dir zu dienen, Vater, Halleluja, dass alle Binde des Feindes nicht gelingen werden, Vater, alle Binde des Feindes werden nicht gelingen, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir danken dir, Vater, für ihn, Vater, erweise dich mächtig, Vater, erweise dich mächtig in deinem beruflichen Leben, Vater, erweise dich mächtig in deiner Arbeitsstelle, Vater, erweise dich mächtig, Vater, Halleluja, wir danken dir für deine Allmacht, Vater, für deine Werke, Vater, für den Durchbruch, Vater, in deinem beruflichen Leben, er wird Zeugnis geben, Vater, er wird Zeugnis geben, Vater, Halleluja, und davon kommt dein Wille geschieht, Vater, Halleluja, wir danken dir für sein Leben, wir danken dir für alles, was du ihm gegeben hast, noch geben wir es, Vater, Halleluja, nur das Vollkommen, nur das Beste soll er empfangen, in Jesu Namen, Vater, nur das Vollkommen, das Beste soll er empfangen, Vater, im Namen des Christus, Vater, wir danken dir, Herr, für deine Werke in seinem Leben, Vater, Halleluja, wir erheben dich, wir preisen dich, Halleluja, sei gelobt, sei gepriesen von den lebensachen Bruders, im Namen des Christus von Nazareth, in Jesu Namen, Halleluja, wir legen auch unseren Pastor und seiner Familie und seinen Kindern deinen Händen, Vater, Halleluja, wir proklamieren, Vater, dass du wirklich bewahrst und Schutz und Bewachung schenkst über unseren Pastor, Vater, Halleluja, dass du Durchbrüche schenkst, Vater, Halleluja, dass du Heilung, Befreiung schenkst, in Jesu Namen, Leben für unseren Pastor, Parfait und seine Kinder, Vater, Halleluja, und seine Frau, in Jesu Namen, alle Pfeile gegen ihn gerichtet werden nicht gelingen, Vater, alle Pfeile gegen ihn gerichtet werden nicht gelingen, in Jesu Namen, Vater, alle Mauern des Feindes sind zerstört, Vater, alle Blinden des Feindes sind zerstört, in Jesu Namen, Vater, schenke Durchbruch auch in Leben unseren Pastors, Vater, Halleluja, und seinen Kindern, seiner Frau, Vater, ich proklamiere Heilung und Befreiung, ich proklamiere mehr Salbung, Vater, in seinem Dienst, Halleluja, Amen, ich proklamiere einen vollkommenen Segen über sein Leben, Vater, Halleluja, jede Waffe gegen ihn gerichtet wird nicht gelingen, im Namen Jesus Christus, Vater, jede Waffe gegen ihn gerichtet wird nicht gelingen, in Jesu Namen, Vater, alle Waffen des Feindes, Vater, alle Pfeile des Feindes gehen zurück zum Absender, gegen Parfait, in Jesu Namen, Vater, er ist gesegnet, Vater, er ist gesegnet, Vater, wir proklamieren Segen, Vater, den vollkommenen Segen über sein Leben, Vater, den vollkommenen Segen über seine Kinder, über seine Frau, über seinen Dienst, Vater, über alle Bereiche seines Lebens, über seine Finanzen, Halleluja, den vollkommenen Segen, Vater, Halleluja, alles dagegen zerstören wir in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir danken dir für die Durchbruch in deinem Leben, Vater, wir danken dir für alle Heilung, für die Befreiung, Vater, im Namen des Christus, Vater, wir danken dir, dass nichts gelingen wird, was gegen ihn spricht, Vater, im Namen des Christus, Vater, alle Werke der Finsternis sind zerstört gegen unseren Pastor, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir
Wachen, Schutz und Bewachung, alle Zeit, Vater, Halleluja, alle Zeit, er und seine Familie werden dir dienen, Vater, er und seine Familie werden dir dienen, in Jesu Namen, Vater, bis zu deiner Wiederkunft, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir danken dir für den Durchbruch, den du ihnen schenkst, Vater, für die Heilung, für die Befreiung, Vater, für den vollkommenen Segen, den er erleben darf, Vater, Halleluja, wir loben dich, wir preisen, dass er mit vollkommenen Händen auch zurückkehren wird, Vater, mit vollkommenen Segen zurückkehren wird, im Namen Jesu Christus, Vater, Halleluja, wir loben dich, wir preisen dich für sein Leben, Vater, Halleluja, wir loben dich, wir preisen dich auch für jeden einzelnen, Vater, Halleluja, und du kennst alle Sorgen jedes einzelnen, Vater, du kennst den Kummer jedes einzelnen, Vater, Halleluja, ich bitte dich, Vater, dass du wirklich, Vater, dass du wirklich Befreiung schenkst, dass du Heilung schenkst, dass du Lösung schenkst, Vater, dass du befreist, Vater, Halleluja, dass du Lösung schenkst, Vater, Halleluja, bei jedem einzelnen, Vater, bei jedem einzelnen, Vater, du kennst die Sorgen und die Kummern, Vater, auch wenn nichts gesagt wurde, aber du kennst die Herzen, jeden einzelnen hier, du kennst die Herzen der Leute, die online sind, Vater, du kennst die Sorgen, Vater, du kennst die Lasten, Vater, Vater, schenke Befreiung, schenke Heilung, schenke Lösung, schenke Erkenntnis, Vater, Halleluja, schenke Durchbruch, Vater, Halleluja, Vater, Namen des Christus, nimm jeden raus aus seiner Not, Vater, Halleluja, jeder Einzelne, der Not leidet, Vater, hier oder online, Vater, nimm jeden Einzelnen raus aus seiner Not, in Jesu Namen, Vater, Halleluja, wir danken dir, dass du der Herr bist, der uns aus all unseren Nöten befreit, in Jesu Namen, Vater, zu deiner Zeit, Vater, in deiner Vollkommenheit, in Jesu Namen, es gibt keinen anderen Gott als du alleine, Jesus Christus, Halleluja, Vater, wir danken dir für die Heilung, für die Befreiung, die geschehen, Vater, auch um uns zu sprechen, bei jedem Einzelnen, Vater, dass du Herzen heilst, Vater, dass du Lösungen schenkst, Vater, dass du Hoffnung schenkst, Vater, Halleluja, dass du jeden hier befreist, jeder, der in der Ketten gebunden sind, Vater, dass du alle Ketten brichst, bei jedem Einzelnen, dass du alle Ketten brichst, bei jedem Einzelnen hier vor Ort, Vater, aber auch online, Vater, Halleluja, dass du niemanden vergisst, Vater, Halleluja, und jeden Durchbruch schenkst, Vater, jeden Lösung schenkst und Heilung schenkst, Vater, Befreiung schenkst, Vater, Halleluja, wir loben dich für deine Werke, wir preisen dich für deine Werke, für deine Treue, du bist ein treuer Gott, ein wacher Gott Israel, der treu ist, Vater, über seine Gerechten in Jesu Namen, Vater, Halleluja, das Leben seiner Gerechten in Jesu Namen, wir danken dir, Herr, in Jesu Namen, Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Halleluja, Amen. Halleluja. Der Herr segne euch für eure Gebete. Und genau, dann wollen wir hören, was der Herr noch sagt durch unseren Bruder. Halleluja. Halleluja. Amen. Vielen, vielen Dank dir, Schwester. Halleluja. Amen. Ja, ich will nicht viel reden. Wir wollen weiter im Gebet sein. Amen. Wir haben als Gemeinde eine Verantwortung, eine sehr große Verantwortung. Ihr könnt euch ganz kurz setzen, aber nur kurz, Halleluja. Lasst uns Matthäus aufschlagen, und zwar da, wo Jesus Christus im Garten Gethsemane ist. Halleluja. In Matthäus Kapitel 26, wo ja, Jesus hat ein dringendes Anliegen. Jesus will ins Gebet gehen. Und er nimmt noch die Jünger mit sich. Er will den Petrus und den Johannes und den Jakobus, die will er mit sich nehmen, damit sie auch mit ins Gebet gehen. Wir sehen diejenigen, die so eng waren an Jesus, gerade die werden aufgefordert, komm, bete mit. Amen. Die können sich nicht ausruhen nach dem Motto, ja, ich weiß, was Jesus will. Ich weiß schon alles, was er sich vorgestellt hat. Ich muss nicht erst drum bitten. Nein. Je näher man an Jesus ist, desto mehr wird gebetet. Es ist nicht nur die Erwartungshaltung, die Jesus hat, es ist auch, wir sehen das allein an Jesus Christus, dass es so oder so, so kommen muss. Je näher man an Gott ist, desto mehr wird gebetet. Jesus Christus war ganz nah am Vater und er hat mehr gebetet als alle anderen. Johannes, Jakobus und Petrus waren nah an Jesus Christus, deswegen hat Jesus gesagt, kommt, betet mit mir. Es sagt in Vers 39 heißt es dann, er ging ein wenig weiter. Er warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte.
Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Amen. Wachen und beten. Er hat die drei Jünger hier mitnehmen wollen, damit sie ihn auch tragen im Gebet. Es ist dieselbe Art von Gebet, was wir auch hier machen. Es geht nicht darum, dass Jesus ging es nicht darum, er redet und betet und so weiter. Und wenn er fertig ist, dann geht es mit Petrus weiter und dann mit Johannes und dann ist noch Jakobus am Ende dran. Und dann haben alle einmal gebetet, wir sagen Amen und Halleluja, wir haben gebetet. Das ist ein Gebet, wir machen das in der Kinderstunde, damit jedes Kind sich auch bewusst an Gott wenden kann. Damit er nicht durcheinander geredet und gerufen wird und so weiter, da brauchen wir eine solche Ordnung. Aber wir sind erwachsene Menschen. Wir können beten, so wie Jesus es hier uns mit seinen Jüngern vorgemacht hat. Nicht er betet und alle anderen sind still und hören einfach nur zu, sondern er hat sie mit hineingenommen in sein Gebetsanliegen. Er hat sie mit hineingenommen, sie sollten mit dabei sein. Nach einer Stunde kam Jesus und hat gemerkt, die schlafen ja. Die beten ja gar nicht mehr mit. Das heißt, wenn ich hier vorne bin und bete oder wenn ja, unsere Schwester hier vorne ist und sie betet, sie kann beten und beten und beten. Es ist irrelevant für euch. Ihr müsst beten, als ob hier vorne keiner steht und betet. Amen. Und wenn hier kein Mikrofon ist und ihr hört nicht, wer da vorne ist und betet, betet einfach. Halleluja. So wie Jesus nicht mal mitbekommen hat, dass die Jünger geschlafen haben. Ja, er hat gebetet. Er war im Gebet. Das heißt, auch wenn du müde bist, es beeindruckt mich nicht. Ich bete weiter. Ich sage nicht, wir müssen irgendwas tun, damit es lebendiger oder spannender wird. Nein, ich bin im Gebet, Halleluja. Wer hier schläft, hat kein geistliches, sondern da liegt es dann daran, dass das Fleisch stärker ist als der Geist. Dann sage ich, okay, Halleluja, mein Vater wirke, aber ich muss im Gebet bleiben. So wie Jesus wieder im Gebet geblieben ist. Er ließ sich nicht rausholen. Er hat nicht gesagt, alles sind müde, alles klar, komm, wir gehen nach Hause. Nein, er hat gesagt, nein, ich bleibe im Gebet. Wer müde ist, soll sich hinlegen und schlafen. Aber ich bleibe im Gebet. Amen. Lasst uns eine solche Haltung auch beibehalten. Wisst ihr, Jesus hat am Ende hier die Jünger schlafen lassen. Er ist nicht mehr hin und hat sie aufgeweckt. Es steht, sie durften schlafen. Jesus hatte noch ein gewisses Mitleid, eine gewisse Barmherzigkeit. Aber wisst ihr, die ist später nicht mehr so da gewesen. Die war am Ende, ja, hier haben wir noch Menschen, die nicht erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Jesus hat sich auf eine gewisse Art und Weise auch darüber erbarmt. Später, Petrus ist im Gefängnis, alle schlafen, Gott kommt und weckt ihn auf. Hey, aufstehen jetzt. Er ist nicht gekommen, als Petrus noch wach war. Vielleicht war er noch wach und hat gebetet und die Knechte, die Kriegsknechte, die ihn gefangen gehalten haben, haben schon geschlafen. Nein, Gott kam da, wo er eingeschlafen war, um zu zeigen, es ist keine Zeit mehr zum Schlafen. Es ist die Zeit aufzustehen und zu beten. Die Gemeinde hat gebetet, wie kannst du, Petrus, da schlafen? Du musst auch wach sein im Gebet. Es ist die Ermahnung an alle von uns, wir sollen wachen und beten. Zu Jesus sind mal die Leute gekommen und haben gesagt, warum fasten deine Jünger nicht? Und wenn wir uns das anschauen in Evangelien, dann müssen wir auch ehrlich sein und sagen, sie haben auch nicht wirklich viel gebetet. Sie waren da nicht so drin. Sie kommen einmal zu Jesus und sagen, Herr, zeig uns, wie man betet. Der Johannes lehrt es seine Jünger. Ja, Jesus hat es ihnen überlassen, im Gebet zu sein. Weil er nicht will, dass jemand betet, nur weil es heißt, du musst jetzt beten. Sondern man soll aus freien Stücken zum Vater kommen. Jesus hat es ihnen vorgemacht, aber er hat nicht gesagt, komm, wir setzen uns jetzt hin und einer betet nach dem anderen. Sondern er ist ins Gebet und wer mit will, geht mit ins Gebet. Wer wirklich zum Vater kommen will, der geht mit ins Gebet. Halleluja. Und Jesus hat gesagt, ja, noch bin ich hier, noch, da ist kein Fasten, weil ich noch da bin. Aber wenn ich weg sein werde, dann werden sie fasten. Und wenn ich weg sein werde, ja, dann liegt es an ihnen. Dann liegt es an ihnen. Sie werden wachen, sie werden beten, sie werden fasten. Dass Jesus alles für uns am Kreuz erfüllt hat, ist nicht das Kissen, auf dem wir ausruhen können.
Nach dem Motto, Jesus hat den Kampf gekämpft und gesiegt. Warum soll ich jetzt noch wachen und beten? Lange Zeit, warum soll ich eine Stunde beten und in den Kampf gehen? Warum denn? Jesus hat alles für mich bewirkt. Halleluja. Warum soll ich denn fasten? Ich habe doch alles in Jesus Christus. Oh, warum soll ich fasten? Warum soll ich meinen Körper schinden? Ich habe doch in Jesus Christus schon alles empfangen. So gibt es Argumente. Aber schaut, es ist das Fleisch, das zu dir reden will. Das Fleisch, das zu dir sprechen will. Das Erlösungswerk Jesu ist nicht mein Kissen, auf dem ich schlafe, sondern es ist der Stachel, der bewirkt, dass ich nicht schlafen kann. Weil mein Jesus hat nicht geschlafen. Und auch jetzt, er schläft und schlummert nicht. Meinem Körper gönne ich als paar Stunden, aber mein Geist soll wachen und beten. Amen. Es ist ein Staffelstab, den Jesus uns weitergegeben hat. Wachen und beten, Halleluja. Wir fragen uns dann als, ich sage wir, ich will es korrigieren, ich habe mich gefragt, Herr, wie kann ich so lange beten? Wir sehen Jesus Christus, der dreimal gebetet hat. Wie viele Gebetsanliegen hatte Jesus Christus? An dieser Stelle, die ich vorgelesen habe. Eine einzige. Er hatte ein einziges Gebetsanliegen. Es gab ein einziges Thema. Und es heißt sogar, er sprach dieselben Worte. Eine Stunde hat Jesus als Zeitangabe hier einfach mal reingeworfen. Dreimal, eine Stunde, okay. Und ein Gebetsanliegen, ein Thema? Wie konnte das sein? Ist es da einem nicht langweilig? Ja, ist es da nicht natürlich, dass einem die Augen schwer werden, dass man da halber einnickt und man so aufschreckt, so nach dem Motto, oh, ich bin ja nicht daheim, hier muss ich ja wachsam sein, sonst sehen es alle. Wie kann es sein, dass man so beten kann? Wisst ihr, wir sollten Gebet als etwas betrachten, es ist eine Absprache. Es ist, ich komme nicht zu Jesus, ah Herr, ich bete für den Bruder und die Schwester XY. Ja, Herr, richte du sie auf, Herr, schenke ihnen Weisheit und Erkenntnis. Du siehst, die haben gerade das und das vor. Und Herr, du siehst in meiner Familie, es bewegt sich gerade das und das. Herr, mach da etwas, bewege du den Durchbruch. Und ich gehe von Gebetsanliegen zu Gebetsanliegen. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Aber schaut dir, wie Jesus Christus wegen einem Gebetsanliegen gebetet hat. Amen. Wie sieht so ein Gebet aus? Hat er eine Stunde lang denselben Satz gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen? Eine Stunde lang? Du kannst jetzt zählen, wie lange du brauchst, um diesen Satz auszusprechen. Und dann rechnest du hoch auf eine Stunde. Musst du jetzt wirklich 387 Mal, was auch immer, diesen Satz aussprechen? Nein. Wisst ihr, wenn... Ich mache ein praktisches Beispiel. Ich mache sehr gerne Projekte zu Hause und ich fange dann an zu überlegen. Dann sage ich zu meiner Frau, Schatz, ich habe mir das und das überlegt gehabt. Wie sind das so deine Vorstellungen? Weil wenn ich jetzt meine Vorstellungen da einfach umsetze, ich plane und plane alles, wie es mir gefällt und am Ende sagt sie, ja, das gefällt mir ja gar nicht, dann habe ich Zeit verschwendet. Also frage ich sie, wie genau stellst du dir das vor? Was sind deine Vorstellungen? Ach so, ja, aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil da muss noch das und das mitbringen. Ah, okay, aber vielleicht kann man es dann so machen. Dann ich frage nicht nur, wie es ihr gefällt, sondern auch praktische Sachen. Muss man dann das Sachen sauber machen? Muss man da auf noch anderes achten? Ist es gerade überhaupt notwendig? Ist es gerade überhaupt dran? Gibt es andere Sachen, die vorher kommen? Es sind so viele Fragen, die in dem Zusammenhang beantwortet werden müssen. Und wir sitzen dann da, machen es uns gemütlich und wir unterhalten uns über solche Sachen. Amen. Ein Thema und wir können da eine Stunde lang uns darüber unterhalten. So ist Gebet. Nicht einfach Gebetspunkte abhaken und durchrattern und so weiter, sondern Herr, schau, die Situation gerade in meiner Familie. Ja, ich danke dir, dass es da jetzt letztens so ein Gespräch gab. Ich danke dir, dass da eine Erkenntnis kam. Vater, wie soll es weitergehen? Ja, ich will ausdauernd sein. Ich will in den Riss treten für meine Familie. Ich lasse nicht zu, dass der Feind hier und da noch das Sagen hat. Herr, wie konnte das sein, dass der Feind einen solchen Zugang hatte? Ich lasse das nicht länger bestehen. Herr, wie können wir jetzt diesen Zugang haben in meine Familie? Wie können wir hier durchbrechen? Was ist da vielleicht noch für einen Zweifel, der da ist oder irgendein Widerstand? Wo ist vielleicht noch etwas im Denken falsch? Was denkst du darüber?
sehe ich gerade nicht das Problem? Herr, zeige du mir, was ich gerade bewege. Zeige du mir die Probleme meiner Familie. Ich habe immer gedacht, das wäre so das große Problem. Alle denken, sie wären so weit im Glauben. Alle sind so stolz und von sich eingenommen. Herr, zeige mir, wo die Wurzel ist. Und so weiter. Nicht einfach nur reden. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber, wie ich es dir gerade zeigen will. Nicht nur reden. Sondern dem Herrn auch den Raum geben, auch mal ein Wort dazwischen sagen zu können. Dieses, Herr, was sagst du denn darüber? Man lässt mal ein paar Momente der Stille zu und man geht dann weiter. Amen. Der Herr führt auf vielfältige Arten und Weisen. Manchmal redet der Herr direkt in die Gedanken hinein. Manchmal gibt er eine Stelle und er sagt, schau mal hier an dieser Stelle. Oder er erinnert dich an etwas. Oder jemand betet gerade mit dir und du hörst auf einmal, was er betet. Amen. Und du merkst, ja, das stimmt gerade. Oder du teilst die Gebetsanliegen mit. Andere gehen mit dir ins Gebet. Und auf einmal beten sie in eine Richtung, in die du so bisher noch nicht gebetet hast. Du stellst dir die Frage, warum betet er jetzt so? Weißt du, da betest du zum Beispiel, ah Herr, zeige demjenigen, dass er gesündigt hat, dass er falsch liegt. Und der andere betet auf einmal für Bekehrung. Er kennt die Person nicht und er betet für Bekehrung. Ich meine, Herr, wie kann jemand für Bekehrung beten? Der ist doch wiedergeboren. Der Herr sagt dann, ja, nee, das hast du immer gedacht vielleicht. Aber weißt du, so können andere auch Erkenntnis bringen und Fortschritt geben im Gebet. Wachen und beten. Wachen bedeutet es, ich sehe, was auf mich zukommt. Halleluja. Dass ich nicht einfach so bin und ich bete und ich merke eigentlich gar nicht, was um mich herum passiert. Wachen bedeutet, wachsam zu sein, zu sehen, was einem begegnet. Sehen, was Gott vorhat mit einem. Amen. Lasst uns wachen und beten, so wie Jesus es uns vorgemacht hat. Lasst uns hierin nicht müde werden. Halleluja. Was hat Jesus den Jüngern gesagt, als die Jünger müde waren? Er hat gesagt, ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er hat ihnen die Probleme aufgezeigt. Wie konnte das jetzt den Jüngern helfen? Oder wie hätte es den Jüngern helfen sollen? Amen. Wir wollen im Geist wandeln. Wir wollen sehen, okay, es ist der Geist, der ist willig. Ja, ich will beten. Das Fleisch ist schwach. Auf was will ich hören? Auf welche Stimme will ich hören? Weil Jesus sagt nicht, ja, ihr seid willig, aber das Fleisch ist schwach. Nein, der Geist ist willig. Das Fleisch ist schwach. Das heißt, es sind zwei Seiten, zwei Stimmen, die zu dir reden. Auf welche Stimme willst du hören? Das Fleisch findet immer wieder gute Argumente. Er sagt, ja, schau, du bist müde. Schau, du musst morgen früh raus. Das letzte Mal, als du so spät noch da warst, da ist am nächsten Tag das und das passiert und so weiter. Es gibt immer ein Argument. Immer. Manchmal kommen sogar andere und geben deinem Fleisch Argumente. Die sagen, oh, muss man wirklich immer so lange beten? Ist es nicht ein bisschen extrem? Ja, so gibt ein Fleisch dem anderen Fleisch Argumente in die Hand. Aber auf welche Stimme hören wir? Es heißt dann bei den Jüngern, die Augen sind ihnen schwer geworden. Ja, sie haben dem Fleisch Raum gegeben. Halleluja. Es gibt dann, du siehst es dann später, wie es sich bei den Jüngern verändert hat, als sie im Geist gewandelt sind. Ja, da war dann nicht mehr, da hat man dann nicht mehr den Kopf hängen lassen. Da war das nicht mal mehr möglich. Da musste man wachsam sein. Ein Paulus und ein Silas, die hätten im Gefängnis sich auch ruhig mal ausruhen können. Sie wurden ausgepeitscht. Sie sind nicht eingeschlafen. So nach dem Motto, ja, mein Körper, ja, jede Zelle meines Körpers schreit danach, endlich mal Ruhe zu haben. Sich endlich mal auszuruhen, vielleicht mal ein bisschen einen Erholungsschlaf zu haben. Nein, sie haben sogar gesungen. Amen. Amen, sie haben nicht die Müdigkeit zugelassen. Und dadurch, dass sie im Gebet geblieben sind, ist auf einmal ein Erdbeben gekommen. Und sie sind in Freiheit gesetzt worden. Wisst ihr, was wäre geschehen? Hätten sie nicht gebetet? Was wäre geschehen? Hätten sie nicht Gott gelobt mitten in der Nacht?
Es ist nicht allzu kompliziert, wie es am nächsten Tag weitergegangen wäre. Man hätte sie vielleicht irgendwann vor Gericht gestellt und Paulus hätte gesagt, wir sind die ganze Zeit nicht zu Wort gekommen. Jetzt aber, ich darf es euch sagen, ich bin römischer Bürger. Und dann hätten sie sie auch in Freiheit gelassen. Dann hätte man sie auch gehen lassen. Alles wäre wieder in Ordnung gewesen. Aber dadurch, dass sie im Gebet geblieben sind, dass sie wachsam geblieben sind im Gebet und sie haben nicht die Müdigkeit siegen lassen, sondern sie sind im Geist gewandelt. Amen. Es ist ein Erdbeben geschehen, eine ganze Familie hat sich bekehrt. Der Kerkermeister mitsamt der Familie hat sich bekehrt. Und wisst ihr, was der Kerkermeister dann noch gemacht hat? Er hat sich um den Paulus gekümmert. Amen. Auf da war dann die körperliche Erquickung da. Das heißt, wachsam zu sein im Gebet führt auch dazu, dass Gott sich um deinen Körper kümmert, dass du erquickt wirst, dass du wieder Frische empfängst. Halleluja. Aber es kommt darauf an, auf wen hörst du am Anfang? Amen. Wir sehen, Jesus hat es uns vorgemacht. Du brauchst nicht 10 Gebetsanliegen, du brauchst eine Sache, die auf deinem Herzen ist, die dir wirklich auf dem Herzen liegt. Du kannst nicht für etwas beten, das dir nicht auf dem Herzen brennt. Wenn du nichts hast, dann bete zu dem Herrn dringend im Beten und Flehen. Sag, Herr, leg mir etwas auf mein Herz. Und der Herr wird dir zeigen, was dir auf dem Herzen liegen sollte. Ob es Geschwister in der Gemeinde sind, ob es Familie ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, es sollte dir auf dem Herzen liegen. Wenn ich merke, es liegt mir nicht wirklich am Herzen, es ist mir nicht so wichtig, Herr, ändere mein Herz. Es muss mir auf dem Herzen liegen. Du hast mir die und die und die Person in mein Leben gestellt. Das heißt, ich muss Sorge dafür tragen in meinem Herzen. Ich muss sie in meinem Herzen haben. Amen. Lasst uns aufstehen, liebe Geschwister. Lasst uns aufstehen. Lasst uns nicht müde werden. Amen. Lasst uns beten. Halleluja. Herr, ich danke dir. Ja, dass du uns vorgemacht hast, wie Gebet aussieht, dass du uns gezeigt hast, was Ausdauer im Gebet bedeutet, Herr. Ja, wir wollen nicht müde werden und nicht matt werden. Ich komme gegen jede Müdigkeit, die sich breit machen will in mir, jede Müdigkeit, die sich in meinem Körper ausbreiten will. Ich befehle dem Fleisch zu verstummen. Herr, ich weiß, nicht du bist es, der meinem Fleisch befiehlt zu schweigen. Es ist meine Aufgabe, es liegt in meiner Hand und ich will dieser Aufgabe nachkommen. Ich befehle meinem Fleisch zu schweigen. Ich befehle ihm Ruhe zu geben, keine Argumente mehr vorzubringen. Ich werde und ich will im Geist wandeln. Ich will und ich werde durchbrechen im Feuer, im Gebet. Halleluja. O reke santo corababa. Me corababa santo co santa baba. Me cota reke santo cotabababa. Mo papa sente reke santo co santa la baba. Mo papa caso. Ma poca reke sito cababa sete bebe kesha. Mo rababa santo cotarababa she. Me coto reke santa cababa she. Als Einheit im Geist, wir wollen wandeln als Gemeinde, als ein Leib, O Herr. O Herr, schenke uns den Durchbruch, Herr. Herr, wir kommen gegen alle Angriffe des Feindes, Herr. Herr, du siehst, wo die Gemeinde angegriffen wird. Ja, wo man versucht, die Gemeinde runterzudrücken, wo man versucht, sie sogar rauszuwerfen aus dem Raum. Oh Herr, du weißt, warum all diese Angriffe geschehen. Zeig uns, wie wir vorgehen sollen. Und wir wollen im Gebet sein, Halleluja. Ja, so als man Petrus eingesperrt hat, die Gemeinde war nicht ruhig. Sie haben gebetet, ja, so wollen wir im Gebet sein, Herr. Ja, dass die Mauern einstürzen, dass die Hindernisse, die Blockaden fallen. Ja, wir wollen als Gemeinde große Fortschritte machen, Herr. Herr, nicht, dass wir hier zahlenmäßig wachsen, sondern dass wir im Geist wachsen. Dass wir, ja, dass du die Menschen hinzufügst, wie es geschrieben steht in der Apostelgeschichte. Aber dass es darum geht, dass deine Größe in diesem Land ja allen bekannt wird. Dass deine Güte, deine Liebe, deine Freundlichkeit jedem in dieser Stadt und in diesem Landkreis, ja, und in dieser ganzen Nation allen Menschen bekannt wird. Halleluja. Dass sie sehen, dass es auch heute noch einen großen Gott gibt, Herr. Oh Herr, lass nicht zu, dass die Feinde über uns triumphieren. Lass nicht
nicht zu, dass die Ankläger mit ihrer Anklage recht bekommen. O Herr, du bist der Gott. Du bist der, um dessen Namen es geht. Du bist der, Halleluja, über den gelästert und gespottet wird. Über dich wird sich lustig gemacht. Herr, diese Angriffe, Herr, sie richten sich nicht gegen uns. Sie richten sich nicht gegen uns hier als Gemeinde, sondern sie sind gegen dich gerichtet, Herr. O Herr, Herr, komm und verschaffe du uns recht, damit dein Name hoch erhoben wird, damit dein Name gepriesen wird, Herr. O Terea Kassanto Korapa Papa Santo Kopi, Beko Tarea Papa Papa Papa, Moka Beke Teke Teka Roka Papa Papa, Mama Sinto Kusete Lapa, Mopa Paka Papa Reke Keke Toko Papa, Bezrese Tisoko Shelea Sete Neke Toko Sa. O Herr, lass uns wachsen, Herr. Lass uns wachsen, Herr. O Herr, du siehst, wo noch Blockaden da sind, damit Leute hier in dieser Gemeinde nicht die Gaben des Geistes empfangen, Herr. O Herr, diese Gaben müssen kommen. Sie müssen auf uns ausgegossen werden, aufs Neue. O Herr, alles, was eine spirituelle Blockade darstellt, o Herr, wir reißen es nieder, Herr. O, wir sagen, es ist an der Zeit, dass der Herr Großes gibt, dass der Herr diese Geschenke gibt, von denen geschrieben steht in der Bibel. Halleluja. O Herr, das Feuer soll größer werden, Herr. Das Feuer soll neu und neu, immer wieder aufs Neue angefacht werden. Es soll immer größer werden, O Herr. O, lass dein Geist wirken in unserer Mitte. O, Reiki Santa Kobaba, Mekota Rea Papa, Sete Kistinto, Narabasch, Mapapa, Katakata. O Herr, wir wollen wachen im Gebet. Wir wollen wachsam sein, Herr. O, wir sind nicht mehr im Schlaf, Herr. O, wir sind Kinder des Lichts, sagst du. Wir gehören nicht mehr der Nacht an, sondern dem Tag. So wollen wir wachen und beten. Wir wollen nicht mehr das Fleisch zulassen, Herr. O Herr, überall, wo noch das Fleisch hier in einem von uns, Herr, in einen Raum hat oder eine Stimme hat, Herr, wir kommen dagegen, Herr. O Herr, hilf du uns, Herr. Hilf uns, Herr, dass wir uns in Liebe und in Weisheit gegenseitig ermahnen und gegenseitig auferbauen, Herr. O, wir wollen gemeinsam wachsen zu dir hin. O, wir wollen gemeinsam Fortschritte machen. Wir wollen nicht zulassen, dass einer zurückbleibt, Herr. O Herr, bei den Jungfrauen, die Hälfte ist zurückgeblieben. O Herr, wir wollen nicht die Hälfte zurücklassen. O, wir wollen nicht, dass die Hälfte am Ende aussortiert und draußen stehen muss und nicht hineinkommt in dein Reich. O, wir können das nicht zulassen, Herr. 50%, diese Quote ist mir zu hoch. Diese Quote ist mir zu arg, Herr. O Herr, lass dein Geist neu auf uns gegossen werden, Herr. Dass, wenn du kommst, das Geist da ist. Dass das Heil noch da ist, oh Herr. O Reke Santa Papa Kota. O Herr, lass dein Geist auf uns ausgegossen werden, Herr. O, wir wollen nicht einschlafen. O Herr, alle der 10 Jungfrauen, ja, jede einzelne von ihnen ist eingeschlafen. O Herr, mit dieser Quote bin ich noch weniger einverstanden. Mit dieser Quote bin ich überhaupt nicht einverstanden. O Herr, es kann nicht sein. O, wir wollen nicht einschlafen, Jesus. Bewahre uns davor, oh Herr. O Herr, wenn einer von uns am Einschlafen ist, Herr. O Herr, so halte du uns wach. O Herr, so lass nicht zu, dass ein süßer, sanfter Schlaf auf uns kommt. O Tereke, Piki, Santa, Nababa, O Rekeka. O Herr, versetze uns lieber ein Schlaf, bevor wir in den Schlaf fallen. O Reke, Santa, Kapakotara, Mabaka, Sonto, Reke, Sinto, Kotalababa, Mekota, Reke, Santa, Kapapa, Mokababa, Reke, Piki, Santo, Kobababa, Meketa, Rababa, Loka papa sinto ko sinto ko rike sinto ko la papa moka rapa papa sinto ke telebe mo papa 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 re papa 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 moka re papa papa sinto ko sinto ko la papa me ke sinto ko la papa papa me ke tele ke sinto ko la papa shoko to roko ko to ko moka ta papa maka papa papa ke te ke ta ra papa papa mama mama she te ke sinto ko sinto ko la papa papa she te ka O Rabba Kassanta Lebe Bebe Bekete Kuta Rabba Kaseke Mama Mashoko Tele Bebe Bebe O Rabba Baba Sento Kupeke Sento Kusinto Kusinto Kushanta Katadra Muka Baba Baba Sinti Kishanto Kusanta Katadra Maka Baba 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 O Rabba Sento Kusinto Kusanta Kababa Muka Baba 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 Sinto Kushinta Kasenta Katadra Mapa Kasinto Kukababa Mokaka, Sita, Kashanta, Kasanta, Katara, Makasita, Kashoka,
Oh Herr, lass dein Feuer neu in uns angezündet werden. Lass dein Feuer neu in uns entflammt werden, Herr. Oh Herr, alles falsch in mir, der kleinste Widerstand in mir soll fallen im Namen Jesus und mit deinem Feuer verbrannt und verzehrt werden, Herr. Oh Herr, oh Herr, bewirke, dass alles, was nicht von dir in mich hineingekommen ist. Ja, alles, was da ist, jeder Stolz, jeder Zweifel, jede Selbstsicherheit. Oh Herr, lass es verbrannt werden mit deinem Feuer. Oh Herr, komme, Herr, komme, scheide alles ab, scheide Seele und Geist, scheide alles, was ich an meinen Glauben angeheftet hat, alles, was ich dran gehängt hat, aber nicht dazu gehört. Jede falsche Tradition, jede falsche Überzeugung, die an der ich lange festhalte und deswegen nicht loslassen will. Oh Herr, trenne mich davon. Trenne es ab von meinem Geist. Trenne es ab, Herr. Und ich will es rausschmeißen im Namen Jesus. Halleluja. Oh Herr, denn ich will wachsen. Ich will wachsen und es darf nichts sein, was mich wie eine Fußfessel an die Erde bindet. Es kann nichts geben, Herr, was mich am Boden hält. Ich will durchbrechen mit dir. Ich will durchbrechen. Ich will auffahren mit Flügeln wie ein Adler, Herr. Herr, so kann es nicht sein, dass etwas, Halleluja, dass ich in einer Falle des Feindes stecke. Oh, die Stricke, die der Feind um mich gelegt hat, ich zerbrenne sie im Namen Jesus. Die Stricke, mit denen ich mich selbst an die Welt gebunden habe, wo ich die Welt geliebt habe, wo ich es genieße, ja, dass die Welt mich unterhält, dass die Welt mir etwas gibt, ja, dass sie mir Freude gibt, dass sie mir Unterhaltung gibt. Herr, ich lege diese Stricke, die ich selbst um mich gelegt habe, die mich an der Erde festgebunden haben. Oh, ich komme dagegen. Ich löse mich davon. Ich löse mich von den Sorgen dieser Weltzeit. Ich löse mich von dem Betrug des Reichtums, der mir eine falsche Sicherheit versprechen will. Ich löse mich davon ab. Im Namen Jesus, Halleluja. O Reke Santo Kobaba. O Kote Reke Beke Santo Kolababa. O Rea Papa Sete Bebebebebe. Shokoto Rea Papa. Mokaba Papa Sita Kapa. E Bataya Garabashi. Beke Reke Bekota. Bringe einen neuen Wind. Halleluja. Bringe einen neuen Wind, Herr. Ja, wenn ich zu Hause bin in der Stille und dich suche, oh Herr, bringe einen neuen Wind hinein im Namen Jesus. Bringe neue Erkenntnisse, bringe neue Offenbarungen, Herr. Oh Herr, am Morgen will ich dir entgegenkommen. Ja, wenn du am Morgen kommst, um mich zu suchen, so will ich dir begegnen mit Lobpreis. So will ich dir begegnen mit Lob und Dank. So will ich dir begegnen mit Bitten und Flehen, Herr. Oh, mein Gebet soll dir am Morgen entgegenkommen, Herr. Oh, Tereke, Kabababababa, Mokareke, Santa Lababa, Mereke, Sinto, Kusinta, Kadaba, Mokababa, Santa Lababa, O Teke, Talababa, Sinto, Koba, Shokababa, Rokobaba, Meke, Soto, Kababa, Mashata, Baba, Santa Kata, Maka, Shanto, Kusanta, Kaba, Moshanta, Reke, Sinto, Kushanta, Lababa, Mababa, Shoko, Se, Meke, Rokababa, Oh Herr, ich befehle dir die Familie an, Herr. Oh Herr, du hast jedem Einzelnen von uns hier eine Familie gegeben. Jedem Einzelnen hast du Menschen hingestellt. Ja, man kann tun und machen, was man will, aber die Familie ist und bleibt Familie. Man kann sich nie eine seine Familie aussuchen. Man kann sich, Halleluja, auch nie wirklich von seiner Familie entfernen. Herr, du hast mir Menschen gegeben, die, ob sie wollen oder nicht, sie werden mein Leben sehen, sie werden meine Botschaft hören, Herr. Oh Herr, bewirke etwas in meiner Verwandtschaft. Bewirke etwas in meiner Familie. Lass Leben entstehen, Herr. Oh, ich will dein Wort verkündigen. Ich will nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich will nicht schweigen von dem, was dein Wille ist, Herr. Herr, gib mir, wo ich geschwiegen habe, wo ich nicht meinen Mund aufgemacht habe, wo ich mich darauf ausgeruht habe, dass ich schon einmal geredet habe, aber man hat nicht darauf gehört. Oh Herr, du hast geredet und geredet und hast nicht aufgehört.
bist du mich genommen, bist du mich gewonnen hast. Du hast nicht aufgehört, Herr. Ja, du redest auch heute noch zu mir. Oh, Herr, so vergib mir, dass ich aufgehört habe. Ich will nicht aufhören, Herr. Meine ganze Familie muss dir dienen. Meine ganze Verwandtschaft muss dir zugehören. Und sie werden dich preisen. Oh, sie werden dich loben, Jesus. Sie werden dich anbeten, Herr. Du wirst aus ihnen Diener und Dienerinnen machen, ja, die vor dem allmächtigen Gott stehen. Die andere wiederum zu Jüngern machen, die dein Wort hinaustragen. Halleluja. Oh, Halleluja. Meine Familie soll dir dienen, Herr. Ich proklamiere den Namen Jesus Christus über meine Familie. Alles, was anderes über meine Familie proklamiert worden ist. Ja, ich komme dagegen. Ja, selbst wenn es gute Sachen sein mögen. Ja, nein, ich akzeptiere nicht. Meine Familie zeichnet sich nicht aus durch Intelligenz oder menschliche Weisheit. Sie zeichnet sich nicht aus durch Begabungen und Fähigkeiten. Sie zeichnen sich nicht dadurch aus. Sie werden sich allein dadurch auszeichnen, dass der Name Jesus Christus auf ihnen steht, dass sie zu Jesus Christus gehören. Das wird das Zeichen sein, das einzige Erkennungszeichen meiner Familie. Ja, es sind die, die dem Herrn angehören, die dem Herrn gehorsam sind in allem. Halleluja, die ganze Sachen machen. Oh Herr, ich komme gegen jede falsche Proklamation an. Ich komme gegen jedes falsche Wort an, das gesprochen wurde. Oh Reke Santa Kababababa. Oh Tareke Reke Santo Kababababa. Senko Ruko Kababa. Meko Santa Kababa. Moka Rapa Sento Koshenta Lababa. Maba Reke Santo Kosinto Kosinta Ka. Moka Bababa Santo Kore. Moko Kababababa. Mama Kote Rebeke Shoto Kubababa. Mama Reke Seto Koshete Kese Toko Shaba. Makato Rapa. Oke Karababa. Oh Herr, oh Herr, öffne du die Augen, Herr. Öffne du die Augen, dass sie dich sehen. Halleluja. Dass sie sehen, was dein Wort wirklich sagt. Dass keine Tradition mehr irgendeinen Blick verhindern kann. Oh Herr, dass wenn dein Wort aufgeschlagen wird, Herr, oh, dass wir alles in Klarheit sehen, dass nichts den Blick trüben kann, Herr. Oh, ich komme gegen jeden Filter, den wir angenommen haben. Ich komme dagegen, ich zerstöre diesen Filter. Ich habe den Heiligen Geist, er wird mich führen in alle Weisheit, in alle Erkenntnis des Wortes Gottes. Ich lehne alle Filter ab, denn sie nehmen mir etwas weg von dem, was der Herr mir gegeben hat. Und ich lasse mich nicht länger berauben. Ich lasse mich nicht berauben. Ich komme gegen jeden falschen Filter und ich schmeiße ihn raus. Oh, Reke Santo Kobabababa. Me Reke Santo Kobababa. Mate Reke Santo Kobababa. Me Reke Santo Kobababa. Ma Reke Keto Koraka Santo Kobababa. Oh, du bist gut, Herr. Oh, Halleluja. Oh, ich will, Herr, deinen Namen will ich noch mehr preisen. Ich will dich noch mehr loben, Herr.
und ich will keine Gründe dafür brauchen. Yeah. Herr, ich will dich ohne Grund loben, yeah. denn ich bin ohne Grund glücklich, ich bin ohne Grund fröhlich. Herr, denn du bist mir Grund genug und diesen Grund kann mir keiner nehmen. Dieses Fundament kann mir keiner nehmen, Herr. Herr, ich lehne es ab, dass, um fröhlich zu sein, um gut drauf zu sein, dass ich einen Grund brauche, Herr. Halleluja. Herr, du bist mein genug, Grund. Jesus. Du bist der, der du mir niemand der nehmen kann. Halleluja. Halleluja. Alles kann mir genommen werden, aber du nicht. Du bleibst, oh, Halleluja, Jesus. Ich will mich an dir erfreuen, Herr. Ich will dich anbeten, Herr. Denn du bist der große Gott. Du bist der wunderbare Gott, Herr. Oh, du bist der, ja, da, wo ich sage, Herr, es fällt mir zu schwer. Du bist der, der mich aufnimmt, der mir Kraft gibt, der mich wieder aufrichtet. Halleluja. Oh, Herr, ich danke dir, dass ich alles in meinem Leben mit dir besprechen kann. Dass ich alles vor dich bringen kann. Dass da nichts ist, was vor dir nicht Gehör findet. Sondern du nimmst dich meiner an, Herr. Oh, ich lobe dich, Herr. Und ich will alles mit dir besprechen, Herr. Oh, ich will nichts mehr aus eigenem Verstand heraus machen. Und schon gar nicht aus eigener Kraft, Herr. Herr, den ich will nicht zusammenbrechen. Ich will kein Burnout erleiden, Herr. Oh, ich bringe alles vor dich, Herr. Schenke du mir neue Kraft. Richte du mich wieder auf, oh Herr. Richte du mich wieder auf im Namen Jesus. Halleluja. Herr, jedes Wort, das du mir gegeben hast, ich halte mich daran fest und ich lasse nicht zu, dass jemand die Erfüllung verhindert. Ich lasse das nicht zu. Oh, Halleluja, was der Herr mir verheißen hat, ich werde es erlangen. Es ist mein Erbe. Es ist das, was der Herr für mich vorbereitet hat. Es muss mir gehören, Herr. Oh, Herr, es ist das, was du für mich hast. Oh, Herr, es geht nicht darum, dass ich etwas habe, sondern du hast es mir gegeben, Herr. Weil du es mir gegeben hast, ist es so wertvoll und so kostbar in meinen Augen, Herr. Und ich lasse nicht zu, dass etwas es mir verhindert. Ich lasse nicht zu, dass etwas mich beraubt. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Herr, ich sehe, Schlaf will berauben, Herr. Ja, das ist kein guter Schlaf, der uns beraubt. Es ist nicht der natürliche Schlaf, der uns beraubt. Oh, Herr, es ist nicht der Schlaf von deinem Angesicht, Herr. Oh, wir kommen dagegen, Herr. Oh, diese Müdigkeit, sie beraubt uns. Oh, Herr, so wie sie Paulus beraubt hätte, hätte er auf sein Fleisch gehört, Herr. Oh, Herr, wir wollen aber, dass die Mauern beben, dass die Gefängnismauern einstürzen, dass Gefangene in Freiheit kommen. Ja, dass selbst ganze Familien zum Glauben kommen, Herr. Herr, darum werden wir nicht müde. Darum werden wir nicht matt. Darum preisen wir dich, Herr. Oh, ich lasse keine falsche Müdigkeit aufkommen in mir. Ich lehne es ab im Namen Jesus. Ich lehne das ab. Halleluja.
Halleluja. Herr, ich danke dir, Herr, dass du selbst verheißen hast, jetzt nicht mal die Pforten der Hölle werden die Gemeinde überwinden. Nicht mal den Pforten der Hölle ist das möglich, Herr. Oh Herr, so können wir uns als Gemeinde, Halleluja, vorwärts bewegen. Und wir müssen nicht fürchten, wohin wir kommen. Wir müssen nicht fürchten, wohin du uns führst. Weil wir wissen, nicht ja selbst, wenn wir vor der Hölle stehen und anklopfen würden, nicht mal hier würden wir untergehen. Nicht mal hier. Oh Halleluja, Herr, weil wir in dir sind, weil wir in deinem Geist unterwegs sind, weil du es bist, der uns führst. Du hast uns einen Auftrag gegeben. Wir werden, Halleluja, dir treu sein, Herr. Alles, was du uns gegeben hast, wir werden es zu deiner Ehre verwenden und zu deiner Ehre allein, Herr. Kein eigener Ruhm darf uns hier zufallen, Herr, sondern wenn unser Name erwähnt wird, so soll unbedingt deswegen dein Name gepriesen werden, Herr. So soll nicht ein Mensch hochgehoben werden, so soll nicht eine Gemeinde erhöht werden, sondern alles soll zu deiner Ehre dienen, Herr. Alles soll dich preisen, alles soll am Ende den Vater im Himmel preisen, Halleluja, der all das Gute wirkt, der das Wunder bewirkt hat in uns, Halleluja, denn wir waren fern von dir, aber du hast uns nahe gebracht, Herr. Wir waren nichts, aber du hast uns alles gegeben, Halleluja. O Reke Bakula, O Rabaka Santo Kusha, Mokanta Laba Baba 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 Sinto Kusete Kete Reka, Mokaba Baba 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 Sinto Kusinto 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 Katara, Mokaba Baba 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 Sa, Mokareke Bibi Bibi Santa Katari Kita La Rua Baba Baba Baba, Lekita Loka Raba Santa Kaba, Makata Kusha Garaba Shusundo Mekete Biketo Reke Kaba Baba. Oh, Halleluja. Halleluja. Wir beugen uns und beten an vor dem Throne Jesus. Barmherzigkeit und Liebe fließen vor dem Throne Jesus. Wir beugen uns und beten an vor dem Throne Jesus.
Barmherzigkeit und Liebe fließen von dem Throne Jesu. Wir singen heilig, heilig, heilig. Wir singen heilig, heilig, heilig. Wir singen heilig, heilig, heilig. Bist du Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja, du bist heilig, Herr. O wunderbar bist du, Reaka Baba. Du bist der wahrhaftige Gott. Oh, Halleluja. Du bist der würdige Gott, Herr. Oh, ich lobe dich, Herr. Halleluja. Ich will deinen Namen groß machen, Herr. Halleluja. Deine Grüße übersteigt den Verstand. Deine Grüße ist weiter als das All. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele, lobe den Herrn. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja. Oh Herr, meine Seele soll dich loben. Oh, auch meine Seele soll dich loben, Herr. Oh Herr, ja, mein Geist ist willig, dich anzubeten, aber auch meine Seele, Herr, meine Seele soll dich loben. Meine Seele soll stille sein, mit allem Zweifeln, mit all der Lüge. Es soll aufhören zu reden, was nicht von dir kommt. Es soll dich loben, Herr. Meine Seele ist da, um dich zu loben. Meine Seele ist da, um dich zu preisen, um sich an dir zu erfreuen. Der oh, Halleluja, meine Seele. Oh, vorher war sie hin und her geworfen. Sie war in Zweifel und in Angst. Sie war in allerlei Schrecken der Nacht. Aber sie ist jetzt voller Freude an dir, Herr. Sie ist voller Freude an dem Heil. Oh, ich darf mich freuen. Meine Seele darf dich loben. Oh, ich darf dich anbeten. Halleluja. Oh, Reke Santo Kola Baba Baba. Alles in mir soll den Herrn loben. Alles in mir soll den Herrn preisen. Und ich werde dir danken, Herr. Ja, bei allem, worum ich dich gebeten habe, ich sage dir den Dank schon im Voraus. Ich gebe dir den Lobpreis, dass du alles getan hast, dass du alles gewirkt hast. Ich gebe es dir im Voraus, Herr, weil ich weiß, ja, jeder Tag meines Lebens ist aufgeschrieben vor dir. Nichts ist unbekannt vor dir, Herr. Oh, alle Werke, die du bereitet hast, damit ich darin wandeln soll. Ja, du hast es schon vor Anbeginn der Welt an, hast du alles vorbereitet. Oh, ich danke dir, Herr, dass wenn ich in deinem
meinem Willen wandle, wenn ich die Werke tue, die du vorbereitet hast. Oh, Halleluja, die Ernte wird hundertfältig ausfallen. Die Ernte wird hundertfältig ausfallen. Oh, ich danke dir. Ich preise dich, denn du bewirkst die Ernte. Du führst es, Halleluja. Du führst das Wachstum. Du führst es, Herr, dass alles wächst und gedeiht. Ich danke dir dafür. Halleluja. Moreke kabababa. Mokaraba kasinto kolababa. Morababa kasinto 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 kolababa. Merea kabababa. Mama kuta kata reke sinto kolababa. Mekerea kuta karaba. Mokushoto kusinto kushanta lababa. Halleluja. In Jeremia 20, da betet der Prophet. Und er ist, schaut, wie ehrlich er mit Gott ist. Schaut, wie ehrlich er ist. In Jeremia 20, er klagt über die Last, die er tragen muss. Es ist ihm alles zu schwer geworden. Und er kommt in Vers 8 und er sagt, es ist mir, ja, so oft ich rede, ich muss schreien, ich muss das Gericht Gottes ankündigen. Und es bringt mir, dass, er sagt, das Wort des Herrn, es trägt mir Hohn und Spott ein, die ganze Zeit. Das heißt, er verkündet das Wort des Herrn und er bekommt nur Spott und Hohn zurück. Er sagt in Vers 9, da sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen. Also ich will Gott nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Denn ich habe die Verleumdungen vieler gehört, Schrecken ringsum. Zeigt ihn an und wir wollen ihn anzeigen. Alle Leute, mit denen ich in Frieden lebte, lauern auf meinen Fall und sprechen, vielleicht lässt er sich überreden und wir können ihn überwältigen und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger straucheln und nicht die Oberhand behalten. Sie sollen ganz und gar zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelungen ist. Eine ewige Schmach, die man nie vergessen wird. Und nun, o Herr, der Herrscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herzen siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand der Übeltäter. Halleluja. Amen. Der Herr hat etwas in dich hineingelegt und es ist ein Feuer. Es ist ein Feuer. Wenn du es in dir behältst, du kannst es nicht aushalten. Dieses Feuer des Herrn ist dafür da, zum Ausdruck gebracht zu werden. Schaut im Neuen Testament, wir wissen, was ist mit Feuer gemeint. Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist. Gott hat uns seinen Geist gegeben, aber nicht, damit du ihn schön für dich behältst. Nicht, damit du ihn so wie Pokale und Trophäen auf den Schrank stellst, alle 2 Jahre abstaubst, und dich daran erfreust, oh Halleluja, schaut mal hier, Platz 1, ich habe eine Trophäe bekommen, sie steht jetzt da in meinem Schrank. Der Heilige Geist ist ein Feuer, aber er will, dass wenn er in dir ist, dass er wirksam wird. Dass alles sehen, dass er da ist. Er will nach außen kommen, er will nach außen treten. Er will sich den Leuten vorstellen, will reden. Wenn du ihn in dir behältst, dann ja, es wird sein wie ein brennendes Feuer in dir, dass du es nicht aushältst, so wie Jeremia es nicht ausgehalten hat. Der gesagt hat, aber Herr, jedes Mal, wenn du die Zügel in der Hand hast, jedes Mal, wenn du redest und es sind deine Worte und nicht meine Worte, ich bin es, der das abbekommt. Ich bin es, der den Spott und den Hohn bekommt. Ich bin es, den man umbringen will. Der Herr sagt, nein, ich bin es, der deine Feinde in die Flucht schlägt.
Halleluja. Ich bin es, der deine Feinde vertreibt. Amen. Nicht ich bin es, oh Herr, ich bin es, der die Schläge abbekommt. Ich bin es, gegen den die Feinde in die Schlacht ziehen. Der Herr sagt, nein, ich bin es, Halleluja, der gegen deine Feinde kämpft. Ich bin es, der dich wieder stark macht. Ich bin es. Amen. Ich bin es, der für dich ist. Halleluja. Liebe Geschwister, so seid gesegnet im Namen des Herrn. Amen. Halleluja. 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 Ja, dieses Feuer, ich muss es, ja, Amen, ich muss es mitbekommen. Ich muss es spüren hier vorne. Wenn es so ein Amen ist, ist es so, wow. Halleluja. Amen. Halleluja. Lass uns noch aufstehen. Lass uns den Abend in die Hände des Herrn legen. Amen. Vater, ich danke dir, ja, dass du der Herr in unserer Mitte bist, dass du Großes wirkst, Herr, in uns. Herr, ich segne meine Geschwister. O Herr, gib ihnen neue Erkenntnisse, gib ihnen Offenbarungen deiner Größe, deiner Herrlichkeit. O Herr, lass ein Feuer in ihnen sein, ein Feuer, dass sie nicht mehr schweigen können, ein Feuer, das sie dazu drängt, Herr, ja, das zu tun, was du ihnen aufgetragen hast, Herr. Herr, es geht nicht darum zu reden, es geht nicht nur darum zu reden, sondern auch zu wandeln in dem, was du vorbereitet hast, Herr. O Herr, ich segne sie, dass das, was aus ihnen kommt, deine Kraft ist, die hat ja, die Kraft, die alles niederreißt, was nicht von dir ist, die Leben schafft im Namen Jesus Christus. O Herr, ich segne meine Geschwister in deinem Namen, Herr. Sie sollen gehen, erfüllt von deinem Geist, Halleluja. Ich segne ihren Nachhauseweg, Herr. Der Feind kann sie nicht antasten. Sie sind sicher und geleitet von dir, o Herr. Halleluja. Wie geschrieben steht, ja, du lässt nicht zu, dass sie sich in einen Stein anstoßen, Herr. Sei du mit ihnen, Herr. Auch bei denjenigen, die online sind, Herr, segne sie im Namen Jesus. Behüte sie auch in der Nacht, Herr. Herr, gib, dass sie aufwachen, dass sie gestärkt sind in deiner Kraft, Herr. Dass sie mit deiner Kraft in den Tag hineingehen. Herr, dass alles zu deiner Ehre geschieht. Ich danke dir, Herr, für diesen Abend, ja, den wir vor deinem Thron, vor deinem Angesicht verbringen durften, Herr. Herr, wir wollen nicht von dir weichen. Ich preise dich, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Liebe Geschwister, seid gesegnet in dem Herrn. Amen. Und wir sehen uns am Donnerstag. 19 Uhr sind wir wieder hier und wollen hören, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. Lasst uns nicht müde und nicht matt werden. Gottes Segen.
Let all creation sing, the God.